Gut, dann herzlich willkommen zum ESB-Tutorium an unserem letzten Termin. Denn ja, so ist jetzt nun bald auch das Ende der Vorlesungszeit. Und wir hatten ja gesagt, wir gucken noch mal ein zweites Mal, was wir so noch an Themen wiederholen oder schon mal anreißen aus der zweiten Hälfte des Semesters. Genau, die erste Hälfte sind wir letztes Mal so ein bisschen durchgegangen. Was haben wir also jetzt in der zweiten Hälfte vorliegen gehabt? Zum Beispiel dieses schöne Thema. Wir hatten Shifts und haben gesagt, wir wollen irgendwie mit Shift statt Multiplikation rechnen. Vielleicht erinnert ihr euch da noch ganz grob dran oder habt das schon wiederholt. Wenn wir uns das anschauen. Es gab ja eben die Möglichkeit, dass man sagt, ein Shift ersetzte Multiplikation. Da gab es so eine ganz kleine Formel zu. Weiß noch jemand, was das eigentlich war? Also wenn ich hier, wenn ich ein Shift habe, was steckt eigentlich dahinter? Was ist das Gleiche? Wenn ich einen Linksshift mache um eine bestimmte Anzahl n, was steckt dahinter? Ja, okay, irgendwas mit 2 hoch n, genau. Wir sind ja hier bei binär, richtig. Also das heißt, ein Shift um n Stellen nach links entspricht dem gleichen, wie wenn ich sage x mal 2 hoch n. Richtig. Und wenn ich jetzt also diese Multiplikation hier unten mal nehmen möchte, y ist gleich 14 mal x. Und ich will das Ganze mit Shift ausdrücken, weil ich eben keine Multiplikationssachen verwenden will oder verwenden darf. Wie wäre dann mein Vorgehen? Was muss ich dann als erstes machen? Also 14 mal x ist meine Multiplikation und ich soll das irgendwie nur mit Shifts ausdrucken dürfen, beziehungsweise Plus und Minus ist noch erlaubt. Was muss ich da als erstes machen? Was war das? Wenn ihr das so gerade nicht erinnert oder nicht wisst, dann denkt nochmal, guckt nochmal auf diese allgemeine Formel, die wir eben geschrieben haben. In was für einer Form muss unsere Multiplikation denn vorliegen, damit wir das überhaupt damit umformen können? Damit wir dann überhaupt sagen können, okay, jetzt machen wir da Shifts draus. Okay, ihr seid schon einen Tick weiter, ihr habt schon die Lösung gefunden. Auch gut. Ich wollte noch einen Schritt dazwischen, aber dann machen wir das eben mal on the fly. Also wichtig ist, wir müssen es halt erstmal in Zweierpotenzen zerlegen. Und wenn ich das richtig sehe, habt ihr tatsächlich gleich den sehr eleganten Weg gewählt. Ihr habt quasi gesagt, okay, hey, wir können das Ganze auch ja, in zerlegen. 14 ist das gleiche wie 16 minus 2. Und die zugehörigen Zweierpotenzen wären dann 2 hoch 4 minus 2 hoch 1. Das Ganze natürlich nochmal x. Und dann haben wir jetzt eben diese Zweierpotenzen und können das eben, wie ihr das schon richtig gemacht habt, mit Shifts ausdrücken. Das heißt, wenn ich das irgendwie, ne, wir hatten das in der Hausaufgabe, da sollten wir irgendwie das quasi als kleine
kleine Codezeile schreiben. Also mein Y wird ausgerechnet durch den Linksshift 4. Das ist ja meine 16 minus den Linksshift um 1. Wenn man nicht sofort eben sieht, wie man durch eine Subtraktion das Ganze machen kann, gibt es natürlich auch den anderen Weg, das vorwärts zu machen und einfach nach von unten langsam die Potenzen aufzubauen, bis man dann die erreicht hat in Stückelung. Und dann würde ich halt eben anfangen mit 2 hoch 3 plus 2 hoch 2 plus 2 hoch 1. Na, das wäre 8 plus 4 plus 2, dann käme ich auch auf 14. Dann würde entsprechend mein Shiften ein wenig anders aussehen. Die 2 hoch 3 wäre dann eben der Linksshift um 3. Ich addiere hier jetzt, dann haben wir den Linksshift um 2 durch die 2 hoch 2 plus den Linksshift um 1 mit 2 hoch 1. Beide Wege sind gleichwertig, zumindest solange nicht irgendwas vorgegeben ist. Meistens ist es nicht. Der mit Abziehen ist manchmal kürzer. Okay, genau, das ist das Thema zum Shiften. Wunderbar, das haben wir schnell durchgekriegt. Dann kommen wir zu einem etwas größeren Thema, was wir auch hatten, und zwar, Moment, nein. Da ist der Aufgabentext. So, manchmal ist es gar nicht so einfach, den zu finden. Also, und zwar haben wir einen kleinen Aufgabentext. Wir haben jetzt mal hier ein Beispiel. Wir wollen eine Zutrittskontrolle aufbauen und die soll nach folgendem Schema agieren bei der Kartenprüfung. Ja, also Zutrittskontrolle zu irgendeinem Gebäude, irgendein Ding, wo man einfach eine Karte vorhält oder einen Token. X0, die Variable, sagt uns, der Kartenbesitzer ist Mitarbeiter der Firma. X1, es liegt beim Kartenbesitzer kein aktuelles Projekt vor, an dem gearbeitet wird. X2, der Kartenbesitzer ist externer Dienstleister, heißt in der Regel also, er ist kein Mitarbeiter der Firma, sondern eben ja, ein Externer, der von der Firma eingekauft wird für Dinge. Und X3, das System ist im Wartungsmodus. Erlaubt wird der Zutritt oder soll erlaubt werden von unserer kleinen Hardware, die wir am Ende daraus bauen wollen. Nur dann, wenn der Mitarbeiter, der Kartenbesitzer Mitarbeiter der Firma ist, das ist die Variante 1, oder wenn der Kartenbesitzer externer Dienstleister ist und es nicht so ist, dass bei ihm kein aktuelles Projekt vorliegt. Also mit anderen Worten, dass er ein aktuelles Projekt gerade hat. Wenn er kein aktuelles hätte, der externe Dienstleister, hat er keinen Grund, auf dem Gelände zu sein. Ja, so, das ist also so ein typischer Aufgabentext, wie wir ihn ja auch schon aus den Aufgaben kennen. Wie würdet ihr vorgehen? Was wäre unser erster Schritt damit? Wie kommen wir am Ende zu vielleicht einer schönen Hardware? Oder auch gerne Zwischenschritte. Was fällt euch dazu ein? Wie können wir an so eine Aufgabe rangehen? Überlegst uns nochmal, was haben wir gemacht, wenn wir sowas hatten mit verschiedenen Variablen? Da gab es so ein paar Dinge, die so ein paar Aufgaben, die ähnlich waren. Und da sind wir dann, haben wir verschiedene Schritte gemacht, bis wir dann irgendwie da hübsch klein haben und dann irgendwie eine sehr möglichst minimale Hardware bauen konnten. Ja, genau. Also wir können mit einer Funktionstabelle anfangen.
Genau, insgesamt würden wir quasi für sowas durchgehen. Wir würden eine Funktionstabelle machen. Wir würden DNF oder KNF machen. Für der Kartenbesitzer wird durchgelassen, also die disjunktive Normalform oder die konjunktive Normalform. In dem Fall machen wir heute mal nochmal beides, dass wir uns das anschauen. Und für die DNF wollen wir dann eben die Schaltung auch machen. Das ist so eigentlich das übliche Vorgehen. Okay, Funktionstabelle. Was hatten wir in der Funktionstabelle? Wir überlegen nochmal zurück. Und mal gucken. Funktionstabelle. Ja. Wir haben vier Variablen, das heißt x3, x2, x1, x0. F ist unser Ausgang. Und wie gehen wir da jetzt durch mit den Variablenbelegungen des Ganzen? Also wie schreibe ich das in der Funktionstabelle auf? Wie fängt das von oben nach unten dann irgendwie an? Dann gab es ja auch so eine Reihenfolge, wie ich das mal aufschreibe. Ist vielleicht jetzt ein bisschen sehr einfach die Frage, aber einfach nur, dass ihr das nochmal wieder überlegt. Wie war das nochmal mit der Funktionstabelle? Genau, quasi binär hochgezählt. So. Und das würde dann so aussehen. Einfach nur hochgezählt. Ich habe jetzt mal bei den kleineren Zahlen die Nullen davor weggelassen, dass man noch so ein bisschen die Übersicht hat. Die gehören da natürlich auch rein fürs Vollständige. Also wir fangen einfach an, wir zählen hoch. Und dann müssen wir uns eben angucken, wann kommen da welche Werte raus. So, da müssen wir jetzt einmal hingucken. Also, wo kommt jetzt eine 1, wo kommt jetzt eine 0? Was können wir irgendwie sehen? Wo können wir vielleicht relativ schnell sehen, wo am Ausgang eine 1 rauskommen wird? Überall, wo x0 1 ist, ist f1. Genau, weil wir ja gesagt haben, wenn der Kartenbesitzer Mitarbeiter der Firma ist, dann ist es relativ logisch, dann ist auf jeden Fall auch immer. Darf er auf jeden Fall immer durch. Firmenmitarbeiter dürfen immer durch. Das heißt, in dem Fall, immer wo x0 1 ist, trage ich hier hinten auch die 1 ein. Trennen wir das hier nochmal kurz ein bisschen ab. Okay. Damit habe ich ungefähr die Hälfte schon erledigt oder ziemlich genau die Hälfte erledigt. Jetzt wird es ein bisschen spannender. Wie sieht das mit den weiteren Zahlen aus? Worüber können wir noch Aussagen treffen? Also im Endeffekt haben wir hier den Bereich A, haben wir von den Zutrittserlaubnissen abgehakt. Kartenbesitzer, Mitarbeiter der Firma, das haben wir alles durch. Wir haben noch hier den zweiten Teil. Der Kartenbesitzer ist externer Dienstleister und es ist nicht so, dass bei ihm kein aktuelles Projekt vorliegt. Was heißt denn das in Variablen sprech? So. Okay, das heißt, da steckt einmal hinter. Ja, genau, also denn x2 muss den Wert 1 haben. Das heißt, wir brauchen einen Mitarbeiter, der externer Dienstleister ist. Und da müssen wir gucken, es ist nicht so, dass bei ihm kein aktuelles Projekt vorliegt. Was ist denn bei x1 hier? Da gibt es die Meldung, wenn kein aktuelles Projekt vorliegt. Das heißt, wenn da eine Meldung ist, ist es quasi wie eine Warnung. Achtung, der hat hier nichts. Das heißt, das darf nicht vorliegen, die Warnung darf nicht vorliegen. Das heißt, wir gucken, wo x2 1 ist. Es ist ein externer Dienstleister und die Warnung auf x1 ist nicht da, also nicht x1. Wir suchen x2 und nicht x1. Und da müssen wir mal gucken. X2 und nicht x1 haben wir.
Haben wir in der Zeile hier einmal bei 100. Dann machen wir das nochmal hier hinten. Und an sich war es das auch schon. Okay, haben wir eingetragen. Was machen wir mit den übrigen Ausgabewerten? Also wir haben jetzt A abgefrühstückt, wir haben B abgefrühstückt, wir haben jetzt noch einige Ausgabewerte, die wir nicht eingetragen haben. Genau, das ist 0. Wir haben alle Bedingungen für 1 erledigt. Der Rest kriegt den Wert 0 zugewiesen. Gut. Das heißt, unsere Funktionstabelle ist soweit fertig. Das ist schon mal schön. Und wie gehen wir jetzt weiter? Was wäre dann das nächste, der nächste Schritt? Funktionstabelle ist fertig. Was müssen wir als nächstes tun? KV-Diagramm aufstellen. Genau. Das heißt, wir wollen KV-Diagramm aufstellen. Das Ganze heißt übrigens auch, falls ihr das irgendwie mal irgendwo hört, Karnaugh-Veitch-Diagramm. Nur noch mal zur Wiederholung. Und ich gucke gerade mal, ich glaube, ich mache hier mal einfach noch mal ein bisschen Platz dazwischen. Gebt mir einen kurzen Moment. So, jetzt haben wir ein bisschen Platz, dass wir hier arbeiten können. Also, KV-Diagramm. Okay. KV-Diagramm, das war ja dieses Ding mit 4x4. Zumindest wenn wir vier Variablen haben. Da guckt euch ruhig zu Hause nochmal an, wie das war. Wenn wir drei Variablen haben, dann ist das ja ein wenig, ist das ja ein, dann ist das ja ein 2x3, 2x4 statt 4x4 Felder. So, wie war denn jetzt hier an dem KV-Diagramm die Beschriftung? Was gehört zu den Zeilen und was gehört zu den Spalten? Ne, damit ich was eintragen kann, muss ich erstmal wissen, was muss ich eigentlich hier an meinem KV-Diagramm eintragen außen. Also ist meine Beschriftung außenrum? Okay, also wir haben, ich sehe relativ viele richtige Antworten. Gucken wir mal. Also wir haben hier die Zeilen, da gehört x3, x2 hin. Und wir haben die Spalten hier, das tragen wir oben, da gehört x1, x0 hin. So, und dann tragen wir natürlich noch die Variablenbelegungen auf, als einschrittig zyklischer Binärcode, wenn wir uns an letzte Woche erinnern. Also 00, 01, 11, 10. Und dann machen wir mal vielleicht nochmal drei Felder zum Üben, um zu gucken, was da eigentlich reingehört. Zum Beispiel nehmen wir mal das Feld zweite Zeile, zweite Spalte. Welche Zahl würdet ihr da eintragen? In die
zweite Zeile, zweite Spalte. Genau, da kommt eine 1 rein. Wir gucken bei unserer Variablenbelegung x3, 0, x2, 1, x1, 0, x0, 1. Also 0, 1, 0, 1 suchen wir. 0, 1, 0, 1 ist die Zeile hier unten. Da kommt eine 1 raus. Okay. Und was ist mit dem hier? Dritte Zeile, dritte Spalte. Was würdet ihr da eintragen? Ja, das ist auch eine 1. Genau. In dem Fall alles mit 1 belegt. Das heißt tatsächlich ganz einfach die allerletzte Zeile. So, und da halt eben alles einmal durchgehen. Man kann natürlich auch, es ist ja binär durchgezählt. An sich ist das fast binär durchgezählt. Wir können eben dann durchgehen. Wir gucken hier, okay, das erste ist eine 0. Das zweite ist die 1. Okay, da haben wir die 1. Dann ist es 0. Da müssen wir aufpassen. Dann springen wir einmal von der zweiten in die vierte Zeile. Das ist wieder eine 1. Dann haben wir 1, 0. Dann gehen wir 1 zurück. Das ist eine 0. Wir gehen weiter durch mit der 1 hier. Die nächste 1 hatten wir schon. Da müssen wir einmal springen. Auf dreimal die 1 ist wieder eine 1. 1 zurück ist 0. So, dann gehen wir hier durch. 0, 1, 1, 0 ist die. Moment, ja, genau, jetzt habe ich mich selber hier durchgesprungen. Hier müssen wir natürlich aufpassen. Jetzt geht natürlich bei den Zeilen auch der Sprung. Das heißt, 0, 1, 1, 0 ist die letzte Zeile in dem Fall. Und dann haben wir die mit 1, 1 vorne. Die letzten vier, 1, 1, wieder umgedreht, 1, 0. Also dreimal die 1 und dann die 0 kommt da. Und dann haben wir auch schon unser KV-Diagramm ausgefüllt. Okay, KV-Diagramm ist ausgefüllt. Wie kommen wir von da aus jetzt zur DNF weiter, zur disjunktiven Normalform? Da mussten wir was machen. Wir haben das KV-Diagramm ausgefüllt. Was war dann, was haben wir danach als nächstes meist gemacht? Genau, Schleifen haben wir gebildet. Wir erinnern uns, Schleifen immer Potenzen von 2 und möglichst groß das Ganze. Ja, wer hat Vorschläge, welche Schleifen wir bilden können mit unserem KV-Diagramm? Ja, wir können in den zwei mittleren Spalten die ganzen Einsen nehmen. Genau, denn wir sind bei DNF. Das habe ich so ein bisschen übersprungen. DNF heißt ja, dass wir die Einsen im KV-Diagramm zusammenfügen. Also, schnappen wir uns das einmal. Machen hier eine ganz große Schleife. Das ist ganz praktisch. Gut, wir haben noch weitere Einsen, wir sind also nicht fertig. Wir müssen so lange ja Schleifen bilden, bis alle Einsen in irgendeiner Schleife sind für die DNF. Was können wir noch zusammenfassen? Okay, wir haben in der ersten Zeile die Spalte 2 und 3. Ja, genau. Ist das schon die optimale Schleife, wenn ich jetzt einfach sage, oh, ich male die beiden zusammen? Ja, also ich kann jetzt irgendwie sagen, ich mache das so. Ne? Genau, nee, wir machen das noch durch. Wir machen das natürlich klüger. Das ist noch nicht optimal. Wir nehmen noch von rechts Einsen dazu. Wir dürfen Schleifen ja überschneiden lassen. Und in dem Fall, was haben wir die Wahl? Wir haben hier die Wahl 4 Einsen zusammen. Danach käme 6. 6 ist keine Zweierpotenz. Das heißt, das darf ich nicht. Erst wenn hier hinten, falls hier nochmal wieder 2 wären. Das heißt, wir machen 4 Einsen zusammen.
Gut, jetzt haben wir alle Einsen in der Schleife drin. Jetzt wollen wir das Ganze dann irgendwie auch noch einmal aufschreiben und sagen dann, unsere DNF besteht aus. Ja, jetzt müssen wir aus den Schleifen das ablesen. Einer einen Vorschlag für die rote Schleife. Was wäre der Wert, den wir jetzt eintragen für die rote Schleife? Genau, das ist einfach nur x0, das ist richtig. Denn es fällt ganz viel weg. War ja alles, wo von beiden Variablen Belegung 0 und 1 beides drin ist, das fällt alles raus. Wir haben hier x3 haben wir mit 0 und haben wir mit 1. x2 haben wir mit 0 und mit 1. Und wir haben x1 haben wir hier mit 0, da mit 1. Das fällt alles weg. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass x0 immer den Wert 1 hat. Das heißt, ja, wir haben x0. Okay, was ist mit der blauen Schleife? Was wissen wir darüber? Wie würden wir die beschreiben? Okay, x2 und nicht x1, genau richtig. Denn wir haben x3 haben wir 0 und 1 drin, fällt weg. Wir haben. Bei x0 haben wir auch 0 und 1 drin, fällt auch weg. Aber bei x2, da wissen wir, es ist immer x2, da ist der Wert 1. Und bei x1 ist es immer der Wert 0, also nicht x1. Gut. Wie verknüpfe ich denn jetzt meine Schleifen? Also welches Symbol mache ich denn zwischen meiner Wahrheitsbelegung hier aus der roten Schleife und der blauen Schleife? Das ist ein Oder, auch das ist richtig. Genau, denn wir sind bei der disjunktiven Normalform. Das heißt, auf Hauptebene haben wir ein Oder, disjunktiv, ne? Getrennter, verbundener, weiter auseinander. Und die einzelnen Terme sind mit intern mit einem Und verbunden. Das ist natürlich anders, wenn wir uns das Ganze anschauen mit dem mit der KNF. Mal gucken, ich habe vorhin einmal kopiert und gucken, ob es geklappt hat. Nee, nicht da. Da ist es nochmal. So, was müssen wir denn bei der KNF machen? Was müssen wir denn da erstmal einkreisen? Also es geht jetzt um die KNF, die konjunktive Normalform. Was muss hier eingekreist werden? Die Nullen, genau. Also KNF. DNF die Einsen eben, jetzt KNF die Nullen. Habt ihr Vorschläge, welche Nullen wir einkreisen? Okay, genau. Wir können die äußeren vier Ecken nehmen. Sehr gut erkannt. Das ist ja auch nochmal eben der Punkt, dass tatsächlich auch Sachen umlappen, weil das eben auch ein Zyklus ist. Von links raus geht dann von rechts wieder rein. Das heißt, ich darf auch hier die 0 nehmen. Und oben raus geht unten auch wieder rein. Darf ich damit verbinden. Und wenn ich alle vier Ecken nehme, habe ich im Endeffekt ein 2-mal-2-Feld, also vier Nullen zusammengefügt. Okay, gut. Bin ich auch hier natürlich noch nicht fertig. Ich habe immer noch ein paar Nullen über. Was würdet ihr damit machen? Genau, nehmen wir die rechte Spalte. Da haben wir die zwei in der Mitte, aber wir nutzen auch hier wieder aus, dass wir ein bisschen mehr einkreisen dürfen. Machen das Maximum, was als Zweierpotenz zusammenpasst. Damit haben wir alle Nullen eingefügt und wenn wir die KNF jetzt aufschreiben, worauf müssen wir dann aufpassen? Da gibt es einen Unterschied zur DNF, wenn wir das jetzt aufschreiben wollen, wie die Schleifen aussehen. Okay, genau. Also wir haben eine Unverknüpfung, das ist erstmal richtig. Das heißt, das hatten wir gesagt, wir haben zwei Schleifen.
Wir haben zwei Schleifen, die mit unverknüpft sind, und es ist gleichzeitig so, dass in den Termen selber die Schleifen untereinander oder verknüpft sind. Genau, das ist erstmal auch richtig. War noch gar nicht der Punkt, war der andere Punkt, den ich meinte, dann später, aber auch schon richtig. Na gut, wir können ja sonst mal gucken. Vielleicht, das ist noch etwas einfacher zu betrachten hier, die rote Schleife hier ganz rechts, die vierte Spalte. Was würdet ihr dafür aufschreiben? Haben auch hier bei der rechten Spalte hier einiges, was wegfällt. So, und jetzt gucken wir drauf. Wir sehen, x3 und x2 ist jeweils genau mit 0 und 1 alles drin. Das heißt, das fällt raus. Wir müssen nur x1 und x0 betrachten. Wir sehen als Spaltenüberschrift, sehen wir x1 und wir sehen, ist 1 mit 1 und x0 mit 0. So, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, wie müssen wir das aufschreiben? Da ist es nämlich die kleine Sache. Wir müssen nämlich das invertieren. Das heißt, bei der KNF schauen wir, was die Spaltenbeschriftung quasi wäre, und invertieren die aber. Das heißt, wenn x1 hier Spaltenbeschriftung 1 hat, dann machen wir aber nicht x1 raus. Oder x0 hat hier den Wert 0, dann machen wir da x0 raus. Das liegt ja eben auch daran, dass wir hier gerade Nullen zusammengefügt haben und nicht Einsen zusammengefügt haben. Also deswegen aufpassen, bei DNF könnt ihr die Spalten- und Zeilenbeschriftung direkt ablesen, bei der KNF eben einmal das invertieren. Gut, vielleicht jetzt dann eben auch noch schnell für die blaue Schleife das Ganze. Was haben wir da vorliegen? Also unsere vier Ecken. Da fällt ja auch wieder einiges an Variablen raus. Was bleibt noch über damit und wie müssen wir es dann aufschreiben? Ja, okay, genau. Wir gucken also. Also x3 ist mit 0 und 1 drin, fällt weg, richtig. X2 ist mit dem Wert 0 drin. Das heißt, wir invertieren das. Und damit schreiben wir es tatsächlich als x2 direkt hin. Und wir gucken weiter hier. x1 ist sowohl mit 0 und 1 drin, fällt weg. x0 ist mit dem Wert 0 drin. Wäre also bei der DNF wäre, das wäre dann auch auf nicht x0 rausgelaufen. Aber weil wir KNF machen, invertieren wir. Und es ist dann einfach direkt das x0. Okay, sehr schön. Damit haben wir DNF und KNF gemacht. Und wir wollten aber, ja, also unsere Motivation war ja eben eine Schaltung für diese Zugangskontrolle zu bauen, dass das in Hardware gut funktioniert, dass da irgendwie nicht irgendwie Software kaputt gehen kann und vor allem auch, dass keiner die Software so einfach manipulieren kann. Ist ja auch so ein bisschen eine Sicherheitsgeschichte, die man da mit reinnehmen kann. Also, wir noch mal, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen dafür unsere DNF, die wir hier hatten. Schalten wir mal dahin wieder zurück. Und wir brauchen Platz. Nehmen wir mal die Variablen weg. Header brauchen wir nicht. Ist die Frage, worauf habe ich den Rest rumgezeichnet? Dann machen wir das so. Okay. So, jetzt eine Schaltung für unsere Formel. Was müssen wir in der Schaltung, was brauchen wir da jetzt eigentlich alles? Was gehört da so rein?
Schaltung, eine Hardware-Schaltung hat ja verschiedene Bestandteile. Welche müssen wir da jetzt alle unterbringen? Ganz unabhängig ja auch davon, wie jetzt genau diese eine Schaltung aussieht. Erinnert euch vielleicht so ein bisschen dann ans Praktikum, wenn es geht. Da haben wir auch verschiedene Schaltsachen, die wir da reingetan haben. Was war denn normalerweise auf der linken Seite? Fangen wir damit vielleicht mal an. Okay, gut, ich lese hier schon einige Bausteine, die wir mittendrin brauchen. Das ist auch schon mal richtig erkannt. Wir brauchen ein Und. Das haben wir ja hier vorliegen in dem zweiten Term mit x2 und nicht x1. Wir brauchen den Inverter, weil wir haben x1 negiert. Das müssen wir irgendwie auch an den Wert kriegen. Und wir brauchen den Oder, das ist das auf der Hauptebene. Genau, ein bisschen kleiner angefangen. Natürlich brauchen wir erstmal vielleicht irgendwo. Ja, Variablen, die Schaltungen, von denen wir unsere Werte für die Variablen kriegen. Und das waren diese tollen Fähnchensymbole, wie sie dann auch in HS sind. Wir haben grundsätzlich vier Variablen in dem ganzen System. Auch wenn ihr jetzt wahrscheinlich gleich sagen werdet, oh, aber wir haben doch eine gar nicht benötigt. Genau, wir haben festgestellt, also das konnte man eigentlich schon aus der Funktionstabelle vorher ablesen. Spätestens nach der Minimierung hat man aber gesehen, dass wir x3 gar nicht brauchen. Das ist irgendwie für die Auswertung, ob da jemand durchgelassen wird. Irrelevant. Trotzdem der Vollständigkeit halber einmal hier den Eingang mit aufgezeichnet. Werte kommen ja rein, nur wir verwenden sie dann nicht weiter. Also von oben nach unten, x0, x1, x2 und x3. Und ich habe eben schon gelesen, wir haben verschiedene Symbole. Wir haben den Inverter. Ja, das war dieses Dreieck mit dem Kreis dran. Da brauchen wir den Wert nicht x1. Also dann kommt x1 rein, damit der Wert dann negiert dann vorhanden ist. Wir brauchen das Und für x2 und nicht x1. Das Und war im Endeffekt ja so ein Halbkreis oder D. In dem Fall mit zwei Eingängen, mit x2 und dem Ergebnis aus dem Inverter. Und dann haben wir das Oder, wo auf der einen Seite, machen wir erstmal das Oder. Das Oder ist wie so eine Pfeilspitze oder Stein, weiß nicht, so eine Speerspitze. Das, was ich am schwierigsten zu zeichnen finde, hübsch. Da haben wir auf der einen Seite das x0, was reinkommt. Das war unsere rote Schleife, die erste. Und das zweite war das Ergebnis aus der Addition von x2 und nicht x1. Das heißt, wir nehmen das Ergebnis hier aus dem AND, führen das da auch rein. Und natürlich nicht vergessen, das Ganze geht dann auch wieder raus, geht in einen Ausgang. Also wieder so ein kleines Fähnchen da dran. Gut, auf Papier solltet ihr das ein bisschen schöner zeichnen können als ich, hoffe ich mal. Und genau, wie war unser Ausgang benannt? Ich glaube, das war F die ganze Zeit. Also schreiben wir da auch F hin als Ausgang. Okay, sehr schön. Also klein und einfach. X3 wird dann halt mit nichts verbunden. Und
So würden wir dann halt auch unsere Hardware aufbauen, falls in der Klausur sowas vorkommt. Fangt einfach an, mit den innersten Termen, die langsam aufzubauen, zu gucken, was braucht ihr dafür, braucht ihr Sachen invertiert. Und dann fügt das stückweise zusammen, bis dann eben das, was auf der höchsten Ebene ist, dann hoffentlich irgendwann das Letzte ist, was da reinkommt. Natürlich gibt es auch so Dinge, dass wir Sachen wiederverwenden können. Und ich will gerne noch mal auf einen Unterschied hinaus zwischen so einer Leitungskreuzung und so einer Leitungskreuzung. Was ist der Unterschied zwischen meinen beiden Leitungskreuzungen hier, die ich jetzt unten rechts einmal hingemalt habe? Das eine sind quasi dann nur zwei Striche übereinander oder könnte auch, ich meine, könnte auch in T-Form sein. Das andere sind die zwei Striche übereinander und noch so ein Punkt da drauf gesetzt. Auch das könnte in T-Form sein. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Ja, genau. Also es hat damit zu tun, wie weit es da Trennung gibt oder nicht. Genau, das linke, hier gehen einfach zwei Leitungen übereinander, die haben keine physikalische Verbindung miteinander. Bei dem rechten ist das tatsächlich eine Trennung und dann geht das Signal auch in alle Richtungen dann quasi weiter. Also wenn ich jetzt aus welchem Grund auch immer hier unten irgendwie noch ein AND hätte, wo ich ein Signal rein haben will, was zum Beispiel hier auch am Ende von dem Inverter rauskommt, dann könnte ich das mit so einem Kringel nehmen, könnte das abziehen, ziehe das hier rüber und unten rein. Dann hätte ich hier die Verbindung, würde also das Nicht-X1 kriegen, während das auch natürlich hier unten noch weiter fließt. Und hier die Leitung von X2, da gehe ich drüber und habe keine direkte Verbindung. Manchmal wird das Ganze dann übrigens aber auch mit so einem Halbbogen gemacht. Gibt so beide Formen. An sich reicht es auch schon so, wie wir es jetzt hier haben, dass man entweder Kringel drauf hat oder nicht. Manchmal wird es expliziter gemacht, dass eine Leitung übersprungen wird. Gut, dann. Ja, die Frage, ob in der Klausur verlangt wird, dass man X3 auch einzeichnet. Das ist so ein bisschen eine Philosophiefrage. Moment. Das ist ein bisschen eine Philosophiefrage. Weil an sich kann man natürlich sagen, wird nicht benötigt. Ich persönlich würde halt sagen, ich würde es nicht unbedingt kommentarlos weglassen. Also, wenn ich es nicht einzeichnen würde, weil wie gesagt, es kommt an sich erstmal Signal an, wenn ich es nicht einzeichnen würde, würde ich zumindest kurz einen Satz drunter schreiben. Der Eingang X3 wird, wie auch die Minimierung zeigt, nicht benötigt und kann daher weggelassen werden. Ja, also, dass man zumindest irgendwie klar macht, da ist nichts. Das brauche ich nicht. Finde ich so ein bisschen schöner und deutlicher als dann eventuell nicht weglassen. Ich kann nicht genau sagen, wie es dann bewertet wird. Das ist eine Sache, das wäre, müsstet ihr dann eher dann tatsächlich Herrn Meder fragen, weil der dann darüber entscheidet, wie solche Sachen bewertet werden. Ich weiß natürlich auch nicht, ob in der Klausur so ein Beispiel vorkommt, wo wir einen kompletten Wert dann nicht drin haben. Das kann ich auch nicht sagen. Genau. Wichtig ist immer, wie gesagt, nicht kommentarlos weglassen. Dann, das ist vielleicht das Unklügste. Dann wenigstens einen Satz drunter schreiben. So, trotzdem gucken, wo wollten wir weiter? Genau, gucken wir einmal kurz auf Zustandsdiagramme. Und zwar habe ich hier ein kleines Zustandsdiagramm mitgebracht. Wir haben, also es ist ein Ausschnitt aus dem Automaten natürlich nur.
Und zwischendrin kommt noch mal eine Nachfrage zur Klausur. Zu den KV-Diagrammen. Okay, machen wir das erstmal noch, bevor wir in das neue Thema gehen. Also, ob in der Klausur auch mal so eine Aufgabe vorkommt, bei dem man ein KV-Diagramm mit mehr als vier Variablen zeichnen muss. Ich kann ja immer nur aus dem gehen, was ich irgendwie aus den letzten Jahren weiß. Ich habe es bisher nicht erlebt, dass mehr als vier Variablen gefordert wurden. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es wäre. Ich kann natürlich jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass ich mich wirklich an alles erinnere. Aber ich hätte jetzt nicht mitgekriegt, dass mehr als vier Variablen gefordert werden. Ist dann eher so, dass es halt mal vier und mal nur drei Variablen sind, je nachdem, was auch in Minimierung kommt. Das ist das, was ich dazu weiß. Okay. Dann, genau, wir haben ein Zustandsdiagramm oder einen Ausschnitt aus dem Zustandsdiagramm. Was sehen wir? Wir erinnern uns nochmal, ne? Wir haben hier sowas wie Z0 ist der Name unseres Zustandes. Ein Zustand in einem Zustandsdiagramm hat eine Zustandskodierung, in dem Fall hier 0,0. In der Regel wird die Kodierung einfach durchgezählt, wenn sie nicht schon vorgegeben ist. Da also Aufgabentext lesen, ob im Aufgabentext eine Kodierung für die Zustände vorgegeben ist. Ansonsten einfach durchzählen. Wenn wir halt mit einem Bit auskommen, dann bräuchten wir natürlich nur ein Bit für die Kodierung. In dem Fall würde eins reichen und ich habe einfach mal vorgegeben, dass wir 0,0 für den Zustand nehmen. Genau, können also zwei, drei, je nachdem, wie viele Zustände wir sind, haben. Was haben wir noch? Wir haben Zustandsübergänge, das sind die Pfeile, die wir hier haben. Die sagen uns, ich habe x1 oder ich habe nicht x1. Das ist also mein Auslöser. Je nachdem, was der Eingabewert x1 gerade sagt, in dem Moment, wenn ich hier in den nächsten Schritt gehen will, über den nächsten Takt, gehe ich entweder nach rechts, wo dann vielleicht noch mehr an Zuständen ist, oder ich gehe nochmal hier in den gleichen Zustand zurück, wenn das eben nicht x1 ist. So, okay. Ja, was ist y? Was ist das wohl? Was steckt dahinter? Hinter y0, y1? Genau, wenn wir jetzt schon gesagt haben, x1 ist der Eingang, dann ist y wohl die Ausgänge. Y ist ja auch recht häufig verwendet als Wert für Ausgänge. Das heißt, wenn wir hier quasi in unseren gleichen eigenen Zustand wieder gehen, dann gilt für den Punkt dann an unseren Ausgängen y1 den Wert 0, y0 den Wert 1. Und hier rechts halt y0 den Wert 1, y1 den Wert 0. Okay, in dem Fall sogar das gleiche, aber das ist auch egal. Genau, wir haben also an unseren Zustandsübergängen haben wir Eingänge und Ausgänge. Und es gibt ja zwei verschiedene Arten und Typen von Zustandsdiagrammen. Wisst ihr, welches wir hier vorliegen haben? Das ist ein Mealy-Automat, genau. Ganz richtig. Mealy, Mealy geschrieben. Und das ist Mealy, weil eben die Ausgabe von den Eingaben abhängt und dementsprechend an den Übergängen auch steht. Okay. Was müssten wir denn tun, damit das zu dem anderen kommt? Das andere war ja, wir erinnern uns, das andere hieß Moore, ne? Moore. Was müsste ich denn machen, damit ich hier das gleiche Zustandsdiagramm im Moore vorliegen hätte? Überlegt mal, was galt für Moore und was muss ich dementsprechend dann also machen, damit das Ganze Moore ist. Genau, also bei Moore ist die Ausgabe nur von seinem Zustand abhängig. Das heißt, da muss ich gucken, ob ich das so machen kann, dass ich die Ausgabe in den Zustand schreiben kann. Erstmal auch hier hätte ich natürlich meinen Zustandsnamen und die Zustandskodierung. Das trenne ich dann auch noch mal ab
mit einem Strich von meinen Ausgaben. Meine Ausgaben stehen unten. Und jetzt muss ich hier eben schauen. Also es kann halt sein, dass ich dann zwei verschiedene Zustände bräuchte. Also aus Z0, aus einmal werden dann halt zweimal, weil das irgendwie vielleicht unterschiedliche Belegungen hier wären. Jetzt ist es hier tatsächlich das gleiche mit Y0 und Y1. Das macht es also einfach, dass ich es direkt übernehmen kann. Kann aber halt auch sein, wie gesagt, dass ich halt zwei Zustände brauche, um das dann aufzulösen. So, ich würde dann jetzt also reinschreiben. Y0, Y1 mit den entsprechenden Werten und hätte dann hier immer noch meinen Übergang. Das linke war ja das nicht X1. Also immer wenn ich dann jetzt quasi hier bin und den Übergang nicht X1 wählen können will, in den Zustand komme, dann wird eben entsprechend Y0 gleich 1 gesetzt, Y1 gleich 0. Oder es kann halt sein, dass ich mit X1 in einen anderen Zustand gehe. Und da müssen wir eben gucken, da kann es dann auch sein, dass wir hier nochmal einen Zustand, dass wir dann im nächsten Zustand dann auch entsprechende Belegungen berücksichtigen müssen. Aber der grundsätzliche Unterschied ist halt, bei Moore hängt die Ausgabe nur vom aktuellen Zustand ab. Und dementsprechend sind dann unsere Zustandsübergänge, da stehen dann eigentlich dann nur die Eingänge, das ist relativ kurz gehalten. Bei Mealy stehen unsere Zustandsübergänge, stehen an den Zustandsübergängen stehen unsere Ausgaben mit drin, weil eben die Ausgabe von der Eingabe, die an den Übergängen steht, abhängig ist. Okay. Das hieße auch, wir müssen natürlich gucken, wenn wir unterschiedliche Moment, das habe ich gerade aus Versehen minimiert. Sekunde bitte. So. Das hieße, wenn wir ein Zustandsdiagramm haben und wir sollen daraus irgendwas weiteres ableiten, zum Beispiel eine Funktionstabelle oder ähnliches, müssen wir natürlich auch gucken, was bedeutet das für unsere Tabellen. Es gibt ja zwei verschiedene Sachen. Erinnert euch vielleicht einmal, dass wir zwei verschiedene Funktionen haben mit Namen dazu. Das eine war die Delta-Funktion für die Zustandsübergänge. Ja, das machen wir jetzt einmal ganz kurz zur Wiederholung. Also wir haben Delta, das war für die Zustandsübergänge. Das heißt, da geht es um die Z-Plus-Geschichten. Was ist der Folgezustand? Und damit ich einen Folgezustand entscheiden kann, brauche ich sowohl bei Moore als auch bei Mealy den aktuellen Zustand in seiner Kodierung Z1, Z0 oder halt auch mehr oder weniger Z, je nachdem, wie viele Zustandsbits ich für die Kodierung brauche. Und meine Eingabe, damit ich halt weiß, welchen Übergang ich auswähle. Und daraus habe ich dann als Ausgabe Z1 plus Z0 plus. Auch hier wieder davon abhängig natürlich, wie viel Bits ich für die Zustandskodierung brauche. So, das ist also bei Mealy und Moore das Gleiche. Ich habe meine Eingänge, meinen aktuellen Zustand. Ich habe dazu einen Eingang und daraus kann ich dann sagen, was ist dann der Folgezustand, würde die Tabelle ausfüllen. Und für die Minimierung ist es dann wichtig zu schauen, dass ich jeden einzelnen meiner Zs hier rechts einzeln mache. Das heißt, ich würde ein KV-Diagramm zur Minimierung von Z1 plus machen, ein KV-Diagramm zur Minimierung von Z0 plus. Das ist also Delta, die Übergangsfunktion für den Folgezustand. Das zweite war das Lambda. Da ging es um die Ausgangsfunktion. Und falls man sich das so nicht ganz so merken kann, Lambda und Delta, welches ist was? Lambda sieht fast so aus wie so ein umgedrehtes Y. Vielleicht hilft euch das zu merken, dass ihr dann denkt, das umgedrehte Y, das ist das mit dem Ausgang. Da geht es um Ausgänge. Falls ihr nicht noch durch den Text weitere Hinweise habt, was gerade Lambda und was Delta ist. So, bei der Ausgangsfunktion, da haben wir ja gerade hier die Unterschiede gehabt, dass wir einmal was im Zustand haben und einmal an den Übergängen.
Und das spiegelt sich dann auch in der Funktionstabelle wieder. Also wenn wir unsere Funktionstabelle haben für Mili, dann haben wir auch hier natürlich den aktuellen Zustand. Und wir müssen wissen, wie ist unsere Eingabe, weil erst dann können wir ablesen, wie unsere Ausgabewerte sind. Die Ausgabewerte wären dann hier im Ausgabeteil der Funktionstabelle, also Y1, Y0 für unser Beispiel. Wenn ich das Ganze mit Mur mache, dann seht ihr vielleicht schon, dass das etwas einfacher ist. Für Mur muss ich ja nur genau wissen, wie ist mein aktueller Zustand, um meine Ausgabe abzulesen. Das heißt, in der Mur-Funktionstabelle würde ich nur meinen Zustand kodieren. Den aktuellen Zustand Z1, Z0. Und dann habe ich auch meine Ausgabe auf der rechten Seite Y1, Y0. Okay, also soweit mitgekommen. Habt ihr da noch Fragen an der Stelle gerade? Ansonsten würde ich themenmäßig weitergehen und zwar durchschauen. Da wollen wir erstmal hin. Wir sind so ein bisschen beim Thema Impulsdiagramme bzw. Analyse einer Hardware-Schaltung. Also auch hier müssen wir uns nochmal angucken, was ist eigentlich denn mit einer Schaltung und was bedeutet das, wenn ich hier anfange an meiner Position. An meiner Position 0, Zeitpunkt 0 mit meinen Werten. Ich weiß von meinen Eingängen A und B, wie die beiden umschalten. Und ich habe halt verschiedene Schaltgatter, die ich dann bearbeiten soll. Gucken wir uns vielleicht die Schaltgatter an. Das ist immer das Sinnvollste, erstmal einmal überlegen, okay, gut, verstehe ich die Schaltung überhaupt, was da eigentlich drin ist? Ja, den Inverter hatten wir eben schon. Jetzt haben wir hier so einen Halbkreis mit einem Kringel dran. Welches Gatter war das? Was ist das für ein logisches Gatter, dieser Halbkreis mit einem Kringel? Genau, das ist das NAND, das negierte AND. Das UND hatten wir eben schon und das ODER hatten wir eben auch schon. Okay, das, was immer am meisten Schwierigkeiten macht gedanklich, ist das NAND. Insofern gucken wir uns doch mal an, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, wie kann das Ganze eigentlich verknüpft sein. Also die einfachsten Varianten wäre, wir können haben, beide Eingangsbelegungen beim NAND können 0 sein. Wir können eine der beiden Eingangsbelegungen auf 1 haben. Oder wir können beide Eingangsbelegungen auf 1 haben. So, und jetzt wäre natürlich die spannende Frage, was kommt denn da jeweils eigentlich raus? Also, wenn ich beide Eingangsbelegungen auf 0 habe beim NAND, was für einen Wert kriege ich dann am Ende raus? Was für ein logischer Wahrheitswert? Das ist die 1, genau. Denn 0 und 0 ist natürlich nicht wahr, ist also 0. 0 negiert ist 1. Wie ist es mit 0 und 1? Ja, nicht ganz. 0 und 1 zusammen, ne? Denkt dran, es ist ein und dazwischen. Das wird nur wahr, wenn beide Seiten wahr sind. Also 0 und 1 zusammen ist nicht beides gleichzeitig wahr. Das heißt, es kommt als Wert 0 raus. Dann haben wir wieder 0 negiert. Das Ganze ist 1. So, und jetzt haben wir hier noch eine Verallgemeinerung, die jemand da schreibt. Etwas mit 0 bei AND. Ja, da müssen wir mal, genau, also irgendwas, also bei einem AND irgendwas mit 0, da kann natürlich dann auch immer nur 0 rauskommen und dann eben die Negation nicht vergessen an der Stelle. Gut, 1 NAND 1.
Was ist, wenn beide Eingangsbelegungen den Wert 1 haben? Genau, das ist dann jetzt die 0. Denn jetzt haben wir hier 1 und 1 kommt 1 raus. Das Ganze negiert, ist 0. Soweit, so einfach. Warum reicht das jetzt nicht? Warum müssen wir noch mehr Fälle berücksichtigen bei dem Ganzen hier? Ja, wir haben eine Schaltung vorliegen. Und eine Schaltung kann halt sein, dass wir nicht wissen, was irgendwie auf irgendwelchen Schaltgattern liegt, wenn wir uns nur einen bestimmten Anteil anschauen. Und deswegen können wir unbekannte Eingänge haben. Und das heißt für uns, wir können eben auch Sachen haben, dass wir 0 und einen unbekannten Wert haben. Wir können 1 und einen unbekannten Wert haben. Oder auch zweimal einen unbekannten Wert. Und auch hier müssen wir uns natürlich anschauen, was kommt dann eigentlich raus, wenn ich mir das logisch betrachte. Also 0, 0 nennt unbekannt. Was kann ich daraus sagen? Was kommt dann für einen Wert raus? 0 nennt unbekannt. Genau, da kommt der Wert 1 raus. Genau richtig, weil 0 and irgendwas ist immer 0. Das hatten wir eben schon. Das heißt, hier ist auf jeden Fall 0 unter dem Negationsstrich und dann 0 negiert ist 1. Wie sieht das aus mit 1 nennt irgendwas? Oder 1 nennt unbekannt? Ja, genau. Das ist unbekannt, denn das kann ja sowohl 0 oder 1 sein. Wenn 1 und 0 wäre, dann wäre der Wert natürlich 0 bei dem AND. 1 und 1 wäre, wäre der Wert 1 bei dem AND. Und da ich das nicht weiß, ist also irgendwas Unbekanntes an der Stelle hier, was ich dann negiere. Und wenn ich was Unbekanntes negiere, weiß ich immer noch nicht, was da eigentlich rauskommt. Also, das heißt, 1 nennt unbekannt, ergibt mir was Unbekanntes. Und ihr ahnt es schon, wenn beides unbekannt ist, dann kann ich natürlich überhaupt keine Aussage mehr treffen bei einem AND. Dann kann das sowohl wahr als auch falsch sein und da ist auf jeden Fall wieder was Unbekanntes, Undefiniertes. Okay. Gucken wir uns jetzt also vielleicht mal die Schaltung an. Meistens ist es bei so dem Aufgabentypus, das habt ihr immer etwas einfacher. Wenn ich normal eine Schaltung vorliegen kriegen würde, müsste ich ja selber überlegen, in welcher Reihenfolge kann ich da irgendwie durchgehen. Den Klausuraufgaben ist meistens das schon so ein bisschen getrennt. Also das heißt, ich weiß hier, ich habe einmal das Nicht-B, was ich berücksichtigen muss. Dann habe ich ein A nennt Nicht-B. Dann habe ich irgendwie noch das Schaltgatter, was an Alpha ist. Und ja, den Wert, der an Y irgendwie rauskommt. Ja, fangen wir mal an mit dem negierten B. Was würde ich denn über das negierte B sagen können? Was weiß ich da über mein Impulsdiagramm, wie das dann aussieht? Okay, genau. Also grundsätzlich eigentlich, solange b auf 0 ist, würde, also wenn b auf 0 ist, würde ich normalerweise eine Negation haben. Das heißt, b negiert würde dann 1 sein. Was hatten wir in den Aufgaben noch? Wir hatten immer den Punkt, dass wir darauf berücksichtigen müssen, dass es eine Schaltungsverzögerung gibt. Dass halt nicht jedes Schaltgatter sofort reagiert, sondern mit der Verzögerung um einen Takt. Und das hieße, dass ich hier tatsächlich gucken muss, in meinem ersten Takt weiß ich es halt noch nicht, ne? Weil ich nicht weiß, was ist hier irgendwie gerade auf dem B, was ist hier gerade auf dem A, das ist alles unbekannt. Das heißt, ich fange mit unbekannt an und dann zählt aber halt genau richtig mit der Verzögerung, wenn b 0 ist, dann ist die Negation von b natürlich 1. Und ich würde hier eben gucken, es gibt dann irgendwo die Stelle, dann geht 0 auf 1, das beim b, und ich würde dann mit der Verzögerung von einer Takteinheit entsprechend die Negation zu 0 gehen. Und das bleibt dann auch bis zum Ende so. Okay, dann habe ich jetzt das A nennt B. Wie würde ich da anfangen? Wie sieht das hiermit aus? A nennt B, oder A nennt B negiert, Entschuldigung, A nennt B negiert. Das ist ja das Schaltgatter hier oben. Da kommt einmal der Ausgang aus dem negierten B.
Und da kommt einmal der Eingang aus dem Arm mit rein. Was kann ich darüber an Aussage treffen? So, ich fange irgendwo wieder mit unbekannten Takten wahrscheinlich an. Ja, das kann gut sein, das stimmt. Also, was habe ich denn am Anfang vorliegen? Ich habe irgendwie, das ist A ist unbekannt im ersten von dem davor, nicht B ist unbekannt. Das heißt, ich fange im ersten Takt auf jeden Fall mit unbekannt an. Und dann höre ich hier schon oder lese ich hier schon, sagt ihr, im zweiten Takt müsste ich mit 1 anfangen. Okay, was liegt denn da vor? Da weiß ich, A ist 0 und nicht B ist unbekannt. Das heißt, ich habe genau hier den Teil vorliegen, 0 und irgendwas Unbekanntes negiert. Ja, das ist dann dieser Teil hier. Und das kann gar nicht 1 werden unter der Negation. Das heißt, es wird auf jeden Fall 0 bleiben. Und auch wenn ich hier noch was Unbekanntes habe, weiß ich jetzt schon, dass das Schaltgatter zu 1 auswerten wird und ich werde bei 1 bleiben. Wie lange bleibt denn jetzt hier mein NAND auf 1? Ja, 3 Takte höre ich als Vorschlag. Das ist auch genau richtig. Wir bleiben 3 Takte auf 1. Über den ersten hatten wir schon gesprochen. Der zweite, was haben wir da vorliegen? Wir haben 0 nennt 1. 0 nennt 1 evaluiert zu 1. Dann haben wir nochmal 0 nennt 1. Das evaluiert auch zu 1. Und dann wechselt A aber ja, auf 1 den Wert. Und dann haben wir 1. Nennt 1 und würden deswegen auf 0 gehen. Und auch das schon richtig gesehen, genau für einen Takt nur, denn danach gehen wir wieder auf 1, weil eben nicht B auch den Takt gewechselt hat in Verzögerung von B. Und wir haben dann hier für den Takt hinter dem, wo wir runtergegangen sind, ist A auf 1, nicht B auf 0. Dann haben wir 1 nennt 0 wieder und kommen als Ergebnis auf 1 raus. Okay. Gucken wir uns also dann das nächste an. Das nächste ist anstelle Alpha. Das ist das AND hier unten. Und was können wir darüber sagen? Was könnt ihr sagen über das Alpha? Das ist das AND. Okay, da kommt nochmal die Frage zurück. Warum gehen wir nochmal auf 1 zurück? Okay. Dieses 1 kommt aus dem 0 bei nicht B und der 1 beim A. Und die ändern sich danach ja auch nicht mehr, sodass wir 0 nennt 1 haben. Da haben wir damit hier den zweiten Fall vorliegen. Deswegen gehen wir wieder zurück. Das liegt daran, dass an der Stelle hier eben das nicht B, die Negation, eben den Wert gewechselt hat als Bestandteil unseres Nennens hier. So, jetzt aber Alpha. Wenn wir so ein bisschen weiter rechts in den Schaltungen sind, dann ist es immer ganz gut eigentlich zu gucken, okay, was geht da eigentlich rein? Und wir sehen, die eine Leitung kommt von dem NAND. Und das heißt, wir müssen das NAND einmal beachten und das andere ist das negierte B. Das heißt, wir haben das Nicht-B und das NAND. Diese beiden, da müssen wir uns quasi anschauen, wie die Werte sind, um Alpha zu berücksichtigen. So. Genau, und das kann nur dann auf 1 sein, wenn sowohl das Ergebnis von dem NAND 1 ist, als auch von dem B negiert 1 ist. Genau richtig. Die Frage ist, wann liegt das das erste Mal vor? Also wann können wir das sagen? Genau, wir haben 2 Takte, die undefiniert sind. Einmal, weil wir nicht wissen, was vor dem Start mit dem Ganzen war. Einmal, weil dann hier nach dem Start direkt das einmal bei beiden undefiniert war.
Und dann haben wir hier im zweiten Takt jeweils die 1 vorliegen, können damit die Aussage treffen, dass wir hier mit der Zeitverzögerung auf 1 sind, beides 1, noch ein Takt beides 1, noch ein Takt beides 1, also haben wir 3 Takte auf 1. Und dann gehen beide runter auf 0. Und dann bleibt auch nicht B auf 0, deswegen bleibt es dann auch da. So, welche gucken wir uns an? Wir gucken uns für das Alpha, müssen wir uns die beide angucken, denn das sind ist einmal das Ergebnis von dem NAND und einmal das Ergebnis von dem Inverter. Das sind die beiden, die wir uns da angucken müssen. Deswegen unbekannt aus dem unbekannten Vortakt, zweimal definitiv hier unbekannt, undefiniert. Dann haben wir 3 Takte, beides auf 1. Das haben wir übernehmen können. Und dann, ja, das Nicht-B geht auf 0 runter. Und das alleine reicht eigentlich schon, dass wir dann wissen, das AND kann gar nicht mehr 1 werden. Und wir bleiben bis zum Ende auf 0. So, dann haben wir das Y. Y ist das Ergebnis aus unserem Beta. Und dann müssen wir natürlich gucken, was geht da eigentlich rein an Werten. Was brauchen wir jetzt für das Y? Welche Werte müssen wir uns gemeinsam angucken? Genau, das ist A oder Alpha. Das heißt, das hier ist für das Y relevant und das hier ist für das Y relevant. Der erste Takt ist unbekannt. Genau, weil wir nicht wissen, was vorher war. So, jetzt sind wir im zweiten Takt und wir gucken uns den ersten Takt an, sowohl vom Alpha als auch von dem A. Wir haben A mit 0, wir haben Alpha mit undefiniert, unbekannt. Und was bedeutet das jetzt für unser Y? Ja, ist auch unbekannt. Genau, wir sind zwar bei einem Oder, das heißt, beim Oder würde uns reichen, wenn eins von beiden eins ist. Aber A hat gesagt, nö, ich bleibe auf 0. Alpha ist undefiniert. Das heißt, also A kann auf jeden Fall uns nicht die 1 geben. Alpha vielleicht, aber das wissen wir nicht, deswegen bleiben wir unbekannt. Und das gilt natürlich dann auch für den Folgetakt. Auch hier, A wird auf jeden Fall nicht unser Oder zu 1 auswerten. Alpha kann das vielleicht, tut das vielleicht auch, wissen wir nicht, ist aber unbekannt. Ja, und dann? Dann bleiben wir jetzt auf 1, genau, weil wir haben hier zwar noch A auf 0, aber jetzt ist Alpha definitiv auf 1. Das heißt, ich darf hier die 1 übernehmen. Fürs Oder reicht ja 1 von beiden. Und im nächsten Schritt ist genau in dem Schritt, da war dann vorher sowohl Alpha als auch A auf 1. Das reicht mehr als genug für das Oder. Und nochmal das Gleiche. Und es ist immer noch hier oben das A auf 1, sodass ich dann auch für den letzten Takt oben bleibe. Gut, so viel also zu einer Schaltungsauswertung. Wie gesagt, überlegt euch ganz gut nochmal, wie das mit dem NAND war, wenn da irgendwie sowas wie ein NAND ist oder es kann ja auch ein NOR sein oder auch anderes. Also im Zweifel überlegt euch einmal, welche Kombinationen es gibt zwischen 0, 1 und undefiniert für das schwierigste Bauteil, was ihr in dem Ganzen habt, falls es nicht ein NAND ist, sondern ein NOR oder andere Dinge. Und dann wirklich Stück für Stück durchgehen. Guckt einfach, wo könnt ihr von links nach rechts schon Aussagen zutreffen? Was sind die Bauteile? Und vor allem guckt nach den Bauteilen. Ne? Wir haben hier zwar, hier geht bei A, die Leitung geht gleich recht früh ab, aber wir können natürlich erst über das Bauteil bei Beta sehr spät eine Aussage treffen und dann stückchenweise durchgehen. Ja, wenn wir uns Impulsdiagramme anschauen, dann kann es eben auch sein, dass wir dabei bestimmte Sachen haben, die auftreten. Ja, es ist ja immer so, ich sag mal, es ist ja schön, wenn hier Sachen umschalten.
Und dann ein Wert irgendwas tut wie, also sobald er bekannt ist, ist er dann halt auch stabil auf 1. Aber wir haben ja auch festgestellt in den Übungsaufgaben, es kann da Unterschiede geben. Und zwar, ja, wie heißt denn das? Was kann denn da auftreten an den Ausgängen? Da gab es einen Begriff zu. Wenn Ausgang nicht unbedingt das tut, was man von ihm erwartet, oder zumindest nicht stabil das tut, was man von ihm erwartet. Genau, das war der Begriff der Hazards. Sehr gut. Da gibt es verschiedene Arten, die auftreten können. Statisch und dynamisch. Also. Genau, also es gab statisch und dynamisch, das Ganze jeweils vom Typ 0 oder vom Typ 1. Ich mache mal kurz die Impulsverlaufslinien dazu hin. Welches beschreibt denn jetzt die statischen und was bestimmt die dynamischen hier? Genau, die linke Seite, das ist statisch. Und das rechte dann dynamisch. Warum ist das Ganze das linke statisch, ist natürlich dann die Frage. Also statisch heißt, an sich erwarte ich, wenn ich beim Eingang was ändere, dass mein Ausgang statisch auf dem gleichen Wert bleibt. Das heißt, wenn mein Wert 0 war auf dem Ausgang, dann soll er bitte auch bei 0 bleiben. Hat er aber nicht getan, er ist kurz auf 1 abgewichen, bevor er dann wieder 0 war, dauerhaft. Wenn er 1 war, dann soll er 0 bleiben, soll er 1 bleiben, ist aber kurz auf 0 gegangen. Das ist also statisch. Das heißt, der Ausgang soll sich durch eine Änderung in meinem Eingang nicht ändern, sondern soll einfach durchgehend gleich bleiben. Und das zweite hier, da haben wir eben die Änderung. Wir sind hier von 0 gegangen auf 1. Das ist dann also dann eben auch beabsichtigt gewesen. Er soll der Ausgang, es wird erwartet, dass er von 0 auf 1 geht. Hat er zwar am Ende auch getan, aber er ist, nachdem er einmal auf 1 gegangen war, zwischendurch wieder auf 0 zurückgegangen, beziehungsweise wenn er von 1 auf 0 gehen soll, dann ist er zwar einmal von 1 auf 0 gegangen, aber noch mal kurz auf 1 für einen Takt, bevor er dann auf 0 runtergegangen ist. Ja, also statisch, Ausgang eigentlich die ganze Zeit gleichbleibend, weicht aber einmal ab. Dynamisch, Ausgang einmal umschalten, ist aber einmal zwischendurch zurückgeschwungen quasi. So, und jetzt gab es die Typen 0 und 1. Wie beschreibe ich die denn? Also, was ist denn, wenn wir vielleicht hier links gucken auf der Seite, was ist hier vom Typ 0 und was ist vom Typ 1 bei den statischen Hazards? Okay, ja, das ist immer die fiese, fast 50-50-Frage. Was ist 0, was ist 1? Also, genau richtig, oben ist 0, unten ist 1. Bevor ich gleich noch erkläre, warum, könnt ihr dann auch sagen, vielleicht was bei den dynamischen 1 und 0 ist? Genau, beim dynamischen ist das obere 1 das untere 0. Okay, wovon hängt das also ab? Also wir gucken, was ist der erwartete Ausgangswert? Also wenn der erwartete Ausgangswert 0 ist, entweder durch Gleichbleiben oder durch Umschalten, dann ist es vom Typ 0. Wenn es der erwartete Ausgangswert 1 ist, entweder durch Gleichbleiben oder durch Umschalten, dann ist es vom Typ 1. Also statisch, wir bleiben gleich.
dynamisch, wir schalten um, jeweils beides irgendwie mit einmal schwingen in die falsche Richtung. Und abhängig von dem erwarteten Ausgangswert ist es dann halt der Typ 0 oder der Typ 1. In dem Zusammenhang mit Hazards gibt es dann auch noch so Dinge wie der Begriff der Haltezeit, dass also eine Schaltung teilweise dann halt nicht zu schnell umstellen darf, dass man vielleicht auch versucht, dass, also noch ein bisschen schlimmer als Hazards ist ja komplett undefinierter Zustand, dass man dann verhindert, dass Schaltungen oder versucht zu verhindern, dass Schaltungen an mehreren Stellen gleichzeitig umschalten oder zumindest auf Leitung, die man dann nicht mehr genau beschreiben kann, was man eigentlich haben möchte. So, dann, so mal gucken. Dann würde ich sagen, gucken wir auf die Adressmaschinen. Auch da einmal nur wirklich schnell mit einem sehr einfachen Beispiel, um uns nochmal die Unterschiede zu vergegenwärtigen. Rechnet auch hier damit, wenn es in der Klausur was zu geben sollte, dass es natürlich eher der Umfang ist, wie es in der Hausaufgabe war, von der Länge, als von dem, was wir uns jetzt einmal hier schnell einmal zur Wiederholung angucken. Also, ich habe eine Null-Adressmaschine. Null-Adressmaschine, das war das Ding mit dem Stack. Das heißt, meine Pizzakartons, die ich irgendwie auf den Stapel immer drauf werfe. Und ich kann, wenn ich eine Addition, eine Subtraktion, eine Multiplikation oder Division mache, irgendwie was an Berechnung, dann kann ich das immer nur machen, indem ich Elemente auf dem Stack dafür habe. Das heißt, alles, was ich brauche zur Berechnung, muss auf dem Stack liegen und am Ende kann ich das dann vom Stack wieder runternehmen. Also ganz kleine Beispielrechnung, w gleich c durch b. Was würden wir hier für die Null-Adressmaschine machen? Okay, genau, wir müssen Dinge auf den Stack erstmal werfen. Wir tun das B drauf mit Push B, wir tun das C drauf mit Push C. Dann können wir schon die Division machen. Hier wieder auch nochmal der Tipp, wenn ihr euch unsicher seid, dann malt euch irgendwo so einen kleinen Stack auf, in welcher Reihenfolge die Elemente da drauf liegen. Was ich jetzt hier habe, ich habe mein C als letztes drauf getan. Das heißt, ich habe C über dem B liegen. Wenn ich jetzt die Division aufrufe, wie vorgeschlagen, dann nehme ich in meinen Temp, also quasi meine linke Hand, um kurz zwischenzuspeichern, nehme ich den Top aus Stack, das ist C. Das heißt, ich habe mein C im Temp und schmeiße den Wert einmal raus vom Stack und mein Top aus Stack, den neuen Wert, kriegt das Temp. Temp war das C, was ich genommen habe, C geteilt durch den aktuellen Top aus Stack, das Element, was drunter lag, das B. Also C geteilt durch B, soweit richtig. Und ich darf am Ende nicht vergessen, das Ganze mit Pop W dann auch entsprechend in den Ausgabebereich zu tun. Also da auch nicht vergessen zu gucken, wohin soll euer Ergebniswert am Ende sein. Genau, Null-Adressmaschine. Ist also vor allem bei Subtraktion und Division, dass ihr mit der Reihenfolge sehr genau natürlich aufpassen müsst, wie ihr was drauf tut. Die Fragen dazu. Muss das Stack mit aufgezeichnet werden? Nein, ist, also wenn es nicht von der Aufgabe erforderlich ist, und das ist es in der Regel nicht, das ist mehr der Tipp, dass man das vielleicht selber zur Hilfe macht. Und zu der Frage, wie man sich das aufzeichnen sollte, naja, also ich könnte halt sagen, okay, ich habe hier meinen Stack, das ist irgendwo so der große, große Grund. Und ich schmeiße da drauf Dinge. Dann hätte ich hier Push B, das erste, was ich drauf tue. Dann hätte ich hier das Element B. Und dann mache ich Push C. Tue also ein Element mit C da drauf. Und jetzt kommt eben die Division bei dem Ganzen. Division heißt, ich nehme dieses Element runter, tue das in Temp.
Das hieße, das existiert hier, weil ich danach Pop mache, nicht mehr auf dem, also ich tue es erstmal in Temp und dann mache ich halt Pop, damit ist es dann auch raus. Ist nicht mehr auf dem Stack und das Element, was auf dem Stack liegt, ist dann jetzt nur noch das B. Und der neue Top of Stack, der Wert ist dann, also Top of Stack zeigt ja dann auf, ist ja das Element, der Bereich hier. Und das überschreibe ich dann in dem Moment mit dem Wert aus Temp. Temp ist C, geteilt durch Top of Stack ist B. Und dann habe ich hier C geteilt durch, kann ich gar nicht so schreiben. Also dann würde da jetzt C geteilt durch B da drin stehen. Wie gesagt, das ist nicht in der Regel nicht irgendwie vorgeschrieben. Dass ein Stack aufgezeichnet werden soll, hatte ich dann eher mal bei Assembler oder so erlebt bei Aufgaben. Aber es kann euch vielleicht eben helfen, wenn ihr gerade nicht sicher seid, in welcher Reihenfolge ihr das habt. Also es muss auch nicht so hübsch sein mit irgendwie Stack, sondern keine Ahnung, ihr könnt ja auch einfach sagen, okay, Push B, Push C, Div, dann C raus, C da, dann habe ich hier B. Das Ganze zusammen habe ich dann C geteilt durch, auch hätte ich das B nicht durchstreichen brauchen. Und das kann man irgendwo als Schmierkladde nebenbei führen. Das ist einfach nur eine Idee, wie ihr dann nochmal gucken könnt, ob ihr das irgendwie gerade in der richtigen Reihenfolge macht. Achtet eben darauf, das sollte jetzt eben nicht irgendwie groß die Zeit für euch in Anspruch nehmen, sondern nur, wenn es für euch als Hilfe dann auch gerade hilfreich ist. Hat das die Fragen soweit geklärt? Okay, gut. Dann, ihr ahnt es schon, wir haben Null-Adressmaschine. Dann machen wir das Ganze mit der Ein-Adressmaschine. So, Ein-Adressmaschine ist jetzt ja eine Akkumulatormaschine mit genau einem Register. Das Register ist also das Ding zum Rechnen. Wir haben keinen Stack mehr, wir haben nur noch so ein Register, wo wir rechnen können. Und alles, was wir irgendwie rechnen wollen, müssen wir schauen. Wir verbinden das mit einer Speicheradresse, MemM, also irgendwo im Speicher. Und wir haben Load und Store. Das heißt, ich kann einen Wert in den Akkumulator laden. Damit überschreibe ich in dem Moment alles, was schon vorhanden ist. Und ich kann den Wert aus dem Akkumulator in eine Speicheradresse schreiben, damit ich dann halt wieder andere Dinge tun kann. Und alle Rechnungen, die ich habe, bestehen dann eben daraus, dass ich den Wert aus dem Akkumulator nehme und zusammen mit der Speicheradresse dann was tue. Wie würde denn jetzt hier unsere sehr, sehr kurze Sache aussehen? Okay, was haben wir hier als Vorschlag? Wir haben. Gucken wir mal. Also der Vorschlag wäre Load B. Ich schreibe das erstmal einmal so ab. Und dann gucken wir uns mal an, was das macht. Okay, also der Vorschlag wäre zu sagen, wir fangen an mit Load B. Übrigens auch hier können wir natürlich sagen, können uns irgendwo den Akkumulatorwert auf Kladde hinschreiben. Wir das eben gerade wissen, was eigentlich drin ist. Okay, also mein Akkumulator. Ich schmeiße da gerade den Wert B rein. Okay, dann sage ich Div C. Dann muss ich nochmal gucken, wie ist die Berechnungsvorschrift. Also mein Akkumulatorwert, der hier wird gleich einen neuen Wert kriegen. Und das ist der Wert im Akkumulator geteilt durch die Speicheradresse. Das heißt, der neue Wert hier wird sein aktueller Akkumulatorwert. Das ist das B geteilt durch den Wert der Speicheradresse, geteilt durch, was haben wir gesagt, Div C. Das heißt, hiermit würde ich dann B geteilt durch C rechnen. Das entspricht jetzt nicht ganz dem, was wir haben wollten. Und ihr seht, warum es vielleicht ganz praktisch ist, sich manchmal das einfach nebenbei mitzuschreiben. Wir haben es gerade genau falsch rum gerechnet. Und wenn wir das so sehen, dann habt ihr wahrscheinlich jetzt auch schon die Ahnung, wie wir das relativ schnell korrigieren können, dass wir das richtig rumrechnen, oder? Also im Moment, wie gesagt, sind wir hier noch nicht ganz richtig. Wir müssen noch mal gucken.
was wir zuerst brauchen. Also wir wollen eine Division durchführen. Genau, wir müssen B und C vertauschen an der Stelle. Und genau, wie kommen wir auf das Ganze eigentlich? Lass mich einmal nur mal kurz, dass hier irgendwer darauf guckt und denkt, das stimmt so. Also, das haben wir jetzt genau einmal vertauscht. Dadurch ist die Rechnung auch richtig. Ich will C durch B rechnen. Es ist so, dass ich, wenn ich eine Division habe, laut meinen Befehlen, die ich habe, muss der erste Wert vor dem Bruchstrich, das ist, muss der sein, der im Akkumulator steht. Das heißt, egal ob das jetzt hier nur C ist oder ob das irgendwas Längeres ist vor dem Bruchstrich, das muss im Akkumulator sein, bevor ich irgendwie den rechten Teil dadurch irgendwie teilen kann. Ja, dafür muss ich erstmal sorgen. Wenn hier jetzt irgendwie A plus C in Klammern geteilt durch B stehen würde, dann müsste ich dafür sorgen, dass ich erstmal A plus C im Akkumulator habe, bevor ich die Division durchführe. Okay, wie kriege ich jetzt einen Wert in den Akkumulator? Das kann ich halt eben mit Load machen, um dann darauf halt rechnen zu können. Deswegen also hier den Befehl Load benutzt, Load C, das Ganze. Jetzt ist eben mein, das war das, was ich eben sagte, machen das nochmal neu. Jetzt war halt eben mein Wert C im Akkumulator. Und jetzt habe ich damit also alles, was hier links von dem Bruchstrich ist, habe ich. Das ist der Teil, den ich im Akkumulator brauche. Rechts vom Bruchstrich habe ich eine direkte Speicheradresse, die ich nehme. Und dann kann ich halt auch sagen, okay, jetzt kann ich Diff B rechnen, weil ich dann den Wert vom Akkumulator, das C nehme, geteilt durch die Speicheradresse, die ich angebe, das B. Und dann eben C geteilt durch B als Ergebnis in den Akkumulator wieder schreibe. Das Ergebnis der Berechnung wird, das sagt uns das hier vorne aus, das Ergebnis der Berechnung rechts von den Gleichheitszeichen wird wieder in den Akkumulator geschrieben, überschreibt den bestehenden Wert, den ich da habe. So, was jetzt natürlich sein kann, ist, dass wir genauso wie vor dem Bruchstrich, wir, oder es muss ja nicht ein Bruchstrich sein, ne, kann auch Minus oder irgendwas anderes sein. Inzwischen, genau wie vor dem Bruchstrich könnte es jetzt auch sein, dass ich hier nicht nur B habe, sondern irgendwie auch irgendwie sowas Tolles wie B plus A oder so. Dann. So, also C durch B plus A zum Beispiel. Dann müsste ich halt erstmal gucken, dass ich, damit ich hier das mit einer Speicheradresse angeben kann, erstmal hier die Berechnung durchführe, rechts vom Bruchstrich, als einzelne kleine Berechnung und das Ergebnis dessen mir in eine Speicheradresse speichere, die ich dann, wenn ich die Division aufrufe, dann quasi direkt angeben kann. Und wie speichere ich einen Wert einer Berechnung in eine Speicheradresse? Das mache ich dann eben mit dem Store-Befehl. Ich sage Store und dann die Speicheradresse, wo ich es hinschreiben will. Im Aufgabentext steht meistens, welche man benutzen kann. Und es kann dann halt sowohl sein, dass das Ergebnis in W erwartet wird. Also da immer gucken, in welcher Speicheradresse wird das Ergebnis erwartet. Gilt nicht nur, also gilt für alle vier Adressmaschinen. Und manchmal gibt es auch eben Register, wo ich was, dann nicht Register, Speicheradressen, wo ich was zum Zwischenspeichern hinspeichern kann. So, der Trick also bei diesen Adressmaschinen ist, die Rechnung in kleine Teile aufzuteilen, sodass die kleinen, dass ihr die nacheinander dann abarbeiten könnt. Und da muss man halt gucken, je nach Adressmaschine haben wir andere Möglichkeiten zur Verfügung. Bei der Null-Adressmaschine müssen wir sehr stark auf die Reihenfolge achten, können dafür aber sehr viele Sachen schon auf dem Stack tun. Bei der Ein-Adressmaschine können wir eine Speicheradresse benutzen, müssen aber immer noch gucken, dass wir einen Akkumulator überschreiben. Und dann gegebenenfalls halt Zwischenergebnisse zwischenspeichern müssten, wenn das nicht so kurz ist wie jetzt hier in diesem Beispiel. Ja, dann würde ich halt auch, könnte ich halt sogar sagen, wie ich mache hier Store W und wenn ich hier noch weitere Berechnungen hätte, dann würde ich hier unten weiterrechnen mit irgendwas, keine Ahnung, ich könnte nochmal sagen, Load A, Load B. Nee, aber das braucht gar nicht. Load, könnte Load A sagen, Load A sub B, dann würde ich A minus B rechnen. Und könnte dann das Ergebnis nehmen und könnte dann, okay, habe ich A minus B gerechnet. Macht dann nochmal Diff W und hätte dann A minus B in Klammern geteilt durch
das, was an W liegt, was C durch B gerade wäre. So kann ich es dann stückweise aufbauen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur nächsten Adressmaschine, die 2-Adressmaschine. Gerade mal mein Gekritzel hier einmal weg. So, die 2-Adressmaschine. Was war das? Da hatten wir nur Speicheradressen. Das heißt, alles, was wir berechnen, benutzt immer direkt 2 Speicheradressen. Ich kann mit dem MOV-Befehl kann ich quasi einen Wert kopieren von einer Speicheradresse in eine andere. Mit der Addition kann ich eben addieren und muss dabei aber dann darauf achten, dass die erste Speicheradresse, die ich angebe, überschrieben wird, denn da wird das Ergebnis meiner Berechnung reingeschrieben. Das heißt, auch hier muss ich überlegen, wie baue ich das auf, in welcher Reihenfolge und vor allem gucken, dass ich nicht zufälligerweise irgendwie sowas berechne, dass ich mir, wenn ich nochmal einen Wert brauche aus einer Speicheradresse, dass ich mir den überschreibe. So, und wir haben auch schon Vorschläge für die Berechnung. Nämlich, dass wir da direkt die Division angeben können. Also ich kann deswegen hier tatsächlich sagen, div c, b, das sind meine beiden Speicheradressen, die ich brauche. Ich habe die erste Speicheradresse, das ist das vordere vor dem Bruchstrich. Ich habe die zweite Speicheradresse hinter dem Bruchstrich. Sage da die Division, in welcher Speicheradresse ist das Ergebnis jetzt gelandet, wenn ich div c, b schreibe. Genau, das Ergebnis liegt jetzt in C, also das ist die vordere Speicheradresse. Ich habe dementsprechend nicht mehr den Wert C irgendwie, den originalen Wert vorliegen. Das muss ich dann jetzt berücksichtigen. Würde ich den für irgendeine längere Berechnung brauchen, hätte ich mir den Wert vorher irgendwo sichern müssen oder hätte vielleicht den Wert aus C woanders hin kopiert, keine Ahnung, Move D oder so und dann Div D, B gerechnet, um dann noch an C den originalen Wert zu haben. Auch hier gilt dann, dass ich dann eben gucken würde, wie ich das stückweise zusammenbaue. Und genau, das Move, das nutzen wir auch, um dafür zu sorgen, das schon richtig erkannt, dass wir am Ende unseren Wert in die richtige Speicheradresse haben, die unser Ausgang sein soll, unser Ergebnis. Also C war ja das, wo wir uns das Ergebnis der Division gerade reingespeichert haben. Und W ist das, wo das Ganze sein soll. Mit MOV schreibe ich an die Stelle, die ich zuerst angebe, die erste Speicheradresse, schreibe ich den Wert an der zweiten Speicheradresse. Und da war das Ergebnis unserer Division. Gut, dann, um das einmal noch zu vervollständigen, die 3-Adressmaschine. Was ist jetzt bei der 3-Adressmaschine? Die unterscheidet sich jetzt ein bisschen, weil wir mit Registern arbeiten. Das heißt, deswegen auch Load-Store-Architektur. Alles, was wir an Berechnungen durchführen oder auch an Kopieaktionen mit MOV, das ist alles auf Registern. X, Y, Z sind Register. Um in diesen Registern zu rechnen, muss ich mir erst Werte aus meinen Speicheradressen reinschreiben in die Register. Wie kriege ich jetzt einen Wert von der Speicheradresse in den Register? Das mache ich, indem ich eben das Load nehme. Mit Load kann ich in das Register, was ich als erstes angebe, in dem Fall jetzt hier X für das Beispiel, den Wert einer Speicheradresse reinladen, eben die Stelle M hier. Und ganz am Ende, oder auch wenn ich das zwischendurch als Zwischenspeicher brauche, weil ich vielleicht wieder mehr Platz in den Registern brauche, kann ich dann eben Store-Befehle sagen. Mit Store gebe ich an, als erstes an welche Stelle, welche Speicheradresse soll das Ergebnis sein, nein, soll der Wert sein, der aktuell in dem Register ist, das Register, was ich als zweites angebe. Hier steht jetzt gerade X.
Wie gesagt, das kann dann auch Y oder Z sein. Welche Register zur Verfügung stehen, steht in der Regel auch nochmal explizit im Aufgabentext, wie die benannt sind. Genauso auch eben, welche Speicheradressen zur Verfügung stehen. Das ist normalerweise, das erinnert ihr euch vielleicht, dieser eine Text, der ganz am Anfang der Aufgabe ist. Da steht dann halt auch genau, was für Speicheradressen ihr für diese ganzen Adressmaschinen hättet und was für Register ihr für diese ganzen Maschinen hättet. So, dann kommen wir also zum Programmtext. Genau, wie wir eben gesagt hatten, müssen wir natürlich dann anfangen. Berechnungen dürfen wir nur in Registern ausführen. Das heißt, wir müssen uns die Werte erstmal in Register reinladen. Ich bin da relativ frei, in welche Register genau ich was reinlade. Kann das aber so machen. Also load xc, das heißt, Register x kriegt den Wert, der in c, in der Speicheradresse c drin steht. Load y, y, b kriegt dann das Register y, den Wert, der an der Speicheradresse b drin steht. So, damit habe ich jetzt in den Registern Werte und darf dann Rechnungen durchführen. Es ist eine Drei-Adressmaschine, das heißt, ich gebe halt bei den Berechnungsoperationen der Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division dann eben entsprechend auch drei Register an. Und das Schöne ist da nämlich auch, dass ich da sehr genau steuern kann, wo kommt mein Ergebnis. Das erste Register, was ich angebe, ist das Ergebnis, wo ich das reinschreibe. Da kann ich auch überlegen, ob ich irgendwie bereit bin, eventuell ein genutztes Register zu überschreiben oder nicht. Also wenn ich jetzt hier mit x anfange, dann kommt mein Ergebnis in x rein. Und dann habe ich x, y, das sind die beiden für meine Berechnung. Auch da nochmal gucken. Also das zweite, was ich angebe, ist das, was vor dem Bruchstrich steht. Das x, das wäre das c. Das heißt, ich habe da erst das c. Das zweite, was ich angebe, ist das, was hinter dem Bruchstrich steht. Das ist das y, da ist das b hinter. Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich hier gerade c durch b gerechnet und das Ganze nach x geschrieben. Also zumindest was jetzt die Werte betrifft von dem Ganzen. Und auch hier darf ich eben nicht vergessen, wie bei den anderen auch, dass ich mein Ergebnis in die Speicheradresse w am Ende haben will oder schicken muss. Und da mache ich das eben mit dem Store-Befehl, wie schon angesprochen. Und wie auch schon richtig geschrieben, Store-Befehl, das erste gibt an die Speicheradresse, wo ich es hinschreibe, und das zweite das Register, aus dem ich den Wert nehme, den ich da hinschreibe. Okay. So, das also im Schnelldurchlauf nochmal die 0, 1, 2 und 3 Adressmaschinen. Jetzt kann es nochmal sein, dass eben die Frage auch kommt, wie viel braucht das für einen Programmcode an Speicherplatz? Und dann gibt es diverse Antworten Speicherplätzen. Da gibt es diverse Antworten, wie viel ich da an den Stellen verbrauche. Also wenn ich ja, im Aufgabentext meistens dann stehen habe, ein Opcode braucht so und so viel Bit, eine Speicheradresse braucht so und so viel Bit, ein Register braucht so und so viel Bit, da muss ich natürlich wissen, was ist ein Opcode, was ist eine Speicheradresse, was ist ein Register. Also Opcode oder Befehlscode, das wären halt an sich die Beschreibungen für ja, die Befehle, die ich an sich erstmal nutze. Sowas wie Push, sowas wie Diff, wie Pop oder auch wie Load oder wie Store. Und da die Frage nochmal, war Store, naja, Store, eigentlich Storen, also irgendwo ablegen, sichern, speichern. Das ist ja das, was da irgendwie herkommt, ne? Kennen wir vielleicht auch aus dem Englischen, can you store something for me? Kannst du etwas für mich irgendwie aufbewahren? In dem Fall hier halt in dem Kontext als speichern dann gesehen. Also dann speichert den Wert, den du da kriegst, an die Stelle. So, das sind also deswegen store, div, load, mov. Das sind alles die Befehlscodes, die oder auch Opcodes.
Dann sowas wie B, C und W, das waren hier unsere Speicheradressen. Ja, das heißt, hier hätten wir zum Beispiel Push B wäre Opcode plus eine Speicheradresse von der Länge. Hier Mov W, C wäre Opcode plus zwei Speicheradressen. Und bei der Drei-Adressmaschine haben wir eben Register und da müssen wir eben gucken, sowas wie Load XC besteht dann aus Opcode plus ein Register plus eine Speicheradresse. Das müssten wir dann addieren, was die Zeile alleine braucht. Oder halt sowas wie Diff X, X, Y. Da haben wir ein Opcode plus 1, 2, 3 Register. Also hätten wir quasi hier, das braucht zum Abspeichern dann die Anzahl Bits für ein Opcode und ja, drei Register dann insgesamt. Dreimal Registerbreite. Gut. So. Mal gerade mal gucken. Wir sind jetzt schon wieder relativ spät in dem Ganzen. Insofern wäre jetzt die Frage, gerade weil wir einige Sachen auch die letzten Male schon, also vorletzte Mal und vorvorletzte Mal in den Übungen auch hatten, ich kann euch anbieten, dass wir uns nochmal auf Pipelining angucken. Wir können uns auch nochmal die grob wichtigsten Sachen zum Assembler angucken. Wie sind so euch, wie ist da das, der Wunsch hier jetzt bei euch, bei denen, die ihr jetzt hier seid? Was interessiert da vielleicht noch? Was ist wichtiger? Ja, das ist immer eine gute Frage. Ob die Kraftungleichung benötigt wird. Also das, ich kann es nicht sicher sagen. Solche Dinge, ich weiß es gerade gar nicht, ich müsste jetzt mal gucken, wo, an welcher Stelle das dann wieder war. Also ich kann natürlich bei allem nie ausschließen, ob irgendwas da drin ist. Ich kann immer nur sagen, ich sag mal, wenn ihr euch mit den Übungsaufgaben vorbereitet, dann habt ihr, oh, bitte nicht drauf festnageln, das ist jetzt eine sehr lockere Antwort, aber ihr habt ja wahrscheinlich 80% oder so der Klausur vom Typus und dem Ganzen. Dann kann es nochmal sein, dass es vielleicht eine, dass es nochmal eine Frage gibt, die irgendwie eine Aufgabe, die ihr von der Art nicht kennt, wo ihr dann Sachen anwenden müsst, die wir hatten. Und dann wird es wahrscheinlich nochmal irgendwie so ein paar Multiple-Choice-Fragen geben, rund um ein paar theoretische Sachen, die halt in der Vorlesung dran kamen, aber halt nicht irgendwie so als Aufgabe zum Grobverständnis, also dann ne, Grundverständnis, wie funktionieren eigentlich irgendwie Betriebssysteme oder das von Neumann, zum Beispiel von Neumann-Konzept, das ist halt auch was, da kann man vielleicht ein paar Fragen dann kurz zu stellen. Was genau dann da jeweils drankommt, das kann ich halt auch immer nicht sagen. Ne? Ich kann nur versuchen, mit euch immer eine Grundlage zu legen. Ansonsten versucht euch halt eben auch. Ja, versucht euch zu überlegen, die Grundkonzepte zu verstehen. Also, dass, wenn irgendwo was ist, dann ist es wahrscheinlich eher sinnvoller zu verstehen, wie die von Neumann-Architektur aufgebaut ist, als in welchem Jahr genau die irgendeine alte Hochkultur welche Schriftzeichen genau erfunden hat. Ihr versteht, was ich meine. Na, also, da so ein bisschen dann auch dran gehen. Genau, gut, da ich nicht sagen kann, was wichtiger ist, sonst gucken wir halt noch mal kurz auf gucken wir kurz erstmal auf Pipelining wahrscheinlich. Wir haben diesmal nicht so viel zu Assembler gemacht in diesem Jahr in den Übungsaufgaben, von daher kann es sein, dass da vielleicht gar nicht so viel dran vorkommt und da dann höchstens das Verständnis vom Stack und dem Ablauf das Wichtige ist. Das, was ich mit euch, wenn ihr dabei wart, vor 2 Wochen gemacht hatte bei dem Übungsblatt, wo es darum geht, welche Sachen auf dem Stack landen beim Funktionsaufruf. Gut, dann. Gut. Pipelining. Was haben wir beim Pipelining vorliegen? Wir haben im Endeffekt mehrere Schaltschritte, die da sind, damit es durchgeführt wird.
haben eine kombinatorisch-logische Einheit, die das Ganze verbindet, und wir haben am Ende irgendwie so ein Register, ne? Das war das, was wir alles haben. Außerdem braucht jeder Logikbaustein eine gewisse Ausführungszeit, damit das Ganze durchlaufen kann in den Übungsaufgaben. Und dann jetzt hier fürs Beispiel war das Ganze in der Regel in Pikosekunden angegeben. Also es ist halt, es ist wenig, aber natürlich summiert sich das alles. Und wir wollen ja alle nicht mehr warten, wenn wir heutzutage Rechner nutzen. Das soll ja alles schnell gehen. So, 30, 40, 60, 20 nehmen wir mal. Das ist die kombinatorische Logik, die wir hier haben. Dann haben wir noch unser Register für die Ausgabe. Das dann vielleicht auch nochmal 30 Sekunden braucht. So, es gab zwei Sachen, die wir da zu berechnen haben. Das eine war die Latenzzeit, das andere war der Durchsatz. Und ja, wie berechne ich denn jetzt meine Latenzzeit für das Ganze? Ich habe meine kombinatorische Logik, ich habe meine Register. Ich weiß für alles irgendwie die Zeiten. Wie wird jetzt einfach die Latenzzeit an der Stelle ausgerechnet? Der Wert ist 180 für die Latenz. Genau, also die Latenz ist die Zeitdauer zwischen dem Start der Operation bis zur Ausgabe des finalen Ergebnisses. Das heißt, von dem, was ich hier ganz vorne anfange, bis hin, es ist hier hinten einmal durchgelaufen. Und dafür brauche ich, wenn ich das alles nur so mit einem Register habe, alles einfach nur einmal zusammengezählt. Dann bin ich also bei 30 plus 40 plus 60 plus 20 plus 30. Und komme damit auf 180 Pikosekunden. Okay, das zweite ist der Durchsatz. Der Durchsatz. Die Anzahl der beendeten Operationen pro Zeiteinheit. Heißt es hier so schön. Da mit jedem Takt eine Operation fertig wird, egal ob ein- oder mehrstufige Pipeline, entspricht das der Taktfrequenz 1 durch Taktperiode. Ja, okay. Heißt für uns also, ich muss also gucken, wie lang ist das Ganze, wie viel Operationen werden denn fertig, wenn ich denn einmal das Ganze durchlaufen bin. Ja, okay, vielleicht war die Frage mal wieder zu einfach, ne? Also Durchsatz, wie gesagt, es geht eben darum, Anzahl der beendeten Operationen pro Zeiteinheit und wie es dann ist mit dem Durchlaufen. Wenn ich meine 180 Sekunden habe, da schaffe ich es, wie viele Operationen fertig zu kriegen? Da schaffe ich es, genau eine fertig zu kriegen. Genau, wir haben auch nur ein Register. Also, das heißt, in 180 Pikosekunden kriege ich genau eine Operation fertig. Das muss ja irgendwie klüger gehen. Das ist jetzt die Idee, dass wir das Ganze ein wenig aufteilen in den ganzen Pipeline und deswegen sagen, ja, ist ja doof, wenn hier vorne gewartet werden muss, bis hier hinten das letzte fertig ist und ans Register gegeben hat. Und deswegen wird eben versucht, das Ganze aufzuteilen. Und ich könnte halt überlegen, ein weiteres Register einzufügen, was quasi ja wie so Puffer zwischendrin ist. Und
Wenn ich nur ein Register einfügen darf, worauf würde ich dann achten, wenn ich das einfüge? Was ist dann so ein bisschen die Idee? Wo sollte ich das dann einfügen? Sollte ich das ganz vorne einfügen? Sollte ich das ganz hinten einfügen? Sollte ich das irgendwo mittendrin einfügen? Wenn ich jetzt ein weiteres Register einfüge, was wäre dann wahrscheinlich der klügste Ort, um es einzufügen? Genau, dass die Zeiten möglichst gleichmäßig verteilt werden, weil ich will halt, dass wenn ich das in Register einfüge, dann habe ich quasi mehrere Berechnungsstufen, die gleichzeitig laufen. Also im Endeffekt ist das deswegen ja auch Pipeline-Stufen genannt. Die sollen parallel auch laufen können und wäre halt gut, wenn die halbwegs gleich viel Zeit brauchen, jeweils links und rechts. So, und dann könnte ich halt sagen, ich habe hier einmal mein Teil mit 30 und 40 Pikosekunden. Mache also meine kombinatorische Logik etwas kleiner. Und füge hier gleich schon ein Register dazwischen ein, von eben, was halt immer wieder 30 Pikosekunden braucht. Und hieraus wird dann eben der zweite Teil der kombinatorischen Logik gefüttert, wo ich dann nochmal die 60 und 20 Blöcke habe. Und auf die Art und Weise hätte ich im ersten Teil, wo ich kombinatorische Logikberechnung mache, 70 Pikosekunden, die insgesamt benötigt werden, und im zweiten Teil halt 80 Pikosekunden. Und dann geht das ganze Ergebnis am Ende natürlich auch wieder dahin raus, wo ich mein ursprüngliches Ergebnisregister auch hatte für das Ganze. So, was ist jetzt der Vorteil von dem Ganzen? Naja, wenn ich meine Berechnung hier in das Register gepackt habe, dann wird ja schon da vorne wieder freigegeben, dass der erste Teil der kombinatorischen Logik sagt, ja, ich kann ja schon wieder neue Berechnung starten, weil hier geht das Ergebnis weiter in das nächste. Beziehungsweise, wenn das hier halt frei ist, geht das Ergebnis weiter in das nächste. Und hier ist natürlich dann eben aufzugucken, dass die Berechnung erst anfangen können, wenn hinten das Register wieder fertig ist, hier frei ist. Aber insofern habe ich quasi dann hier eine gewisse Trennung und habe zwei Stufen gebaut. Ja, muss also nicht die ganzen 180 Pikosekunden warten, bis ich vorne wieder mit der nächsten Operation anfangen kann mit der Berechnung. So, was bedeutet das jetzt für unsere Latenzen und unseren Durchsatz? Wer kann vielleicht was zu den Latenzen sagen oder hat da jetzt irgendein Gefühl dafür, was da jetzt passiert an der Stelle? Okay, genau, das ist richtig. Wir können natürlich, also das hier hinten geht ja erst, also nein, andersrum. Machen wir erstmal kurz die Summen da dran. Wir haben hier im ersten Teil haben wir 100 Pikosekunden. Wir haben im zweiten Teil haben wir 110 Pikosekunden. Erstmal nur rein rechnerisch betrachtet. Aber wir müssen natürlich darauf achten, dass unser Register hier und damit auch der erste Teil der kombinatorischen Logik erst dann frei ist zur Berechnung, wenn auch der zweite Teil fertig ist. Und der braucht eben 110 Pikosekunden, also ein wenig 10 Pikosekunden länger als der erste Teil. Das heißt, der erste Teil wird 10 Sekunden idlen, bevor das Register quasi frei ist und der zweite Teil die Berechnung übernimmt und damit der erste Teil wieder rechnen kann. Ja. Das heißt, wir müssen für die Latenz jetzt eben gucken, wie viele Pipeline-Stufen haben wir. Wir haben zwei, also wir haben ne, zweimal kombinatorische Logikblöcke mit jeweils einem Pipeline-Register.
Das heißt, wir haben zwei Pipeline-Stufen mal der langsamsten Stufe. Und die langsamste Stufe ist die zweite. Das sind die 110 Pikosekunden. Das heißt, unsere Latenz liegt bei 220 Pikosekunden. Das ist jetzt erstmal 40 Pikosekunden länger als was wir hier oben hatten. Aber das ist nicht ganz so schlimm, denn was sehen wir dann nämlich beim Durchsatz? Was dürfen wir hier jetzt sagen? Genau, also im Endeffekt wird alle 110 Sekunden eine Rechenoperation fertig, weil die hier immer 110 Sekunden braucht und schön weitergefüttert wird, die zweite. Und ja, alle 110 Pikosekunden eine Rechenoperation durch oder 2 pro 220 Pikosekunden. Ne? Das ist ja, wenn man da komplett dann zweimal durchgelaufen ist. Damit haben wir einen besseren Durchsatz, also weil wir weniger Zeit brauchen. Ne? Beim Durchsatz der, ist dann 1 pro 110, ist natürlich Pikosekunden, ist besser als 1 pro 180 Pikosekunden. Und damit haben wir eben besseren Durchsatz dadurch erlangt, dass wir ein Pipeline-Register eingeführt haben. Man kann das jetzt auf die Spitze treiben, dass man immer mehr Pipeline-Register einführt. Dabei wird aber natürlich die Latenzzeit immer größer. Und gerade wenn dann irgendwann die Pipeline-Register größer sind als die einzelnen Bausteine der kombinatorischen Logik, dann kann das auch wieder dann zu Verlangsamung führen. Man muss also gucken, wie viel da klug ist. Für unser Beispiel haben wir das hier tatsächlich geschafft, dadurch zu optimieren und dass einfach mehr Operationen durchgeführt werden können. Okay, das grob zum Thema Pipelining. Was man vielleicht, ich würde sagen, wir können noch mal ganz rein theoretisch, das sollte dann aber auch erstmal das Letzte sein, rein theoretisch gucken auf Assembler-Dinge nochmal zur Wiederholung. Und zwar, wir haben ja beim Assembler einen Stack für die Abarbeitung von Programmen. Ne? Das war das, was ich eben letztes Mal auch aufgemalt hatte. Nicht letztes, vorletztes Mal. So dieser ganze Stack und alles. In welche Richtung wächst denn der Stack? Erinnert ihr euch da noch dran? Also ich habe hier diverse Elemente auf dem Stack, die da liegen. Mein Assembler-Stack, die kann ich auch mit Adressen bezeichnen. Jedes Element hat hier irgendeine Adresse. Jetzt gerade mal Adresse X. So, in welche Richtung wächst denn der Stack? Die einfache Frage, wisst ihr das noch? Okay, also Stack wächst nach unten, ja, soweit so gut. Nach unten heißt aber auch noch was anderes. Weil das viel Wichtigere ist ja eher noch die Verbindung damit, dass nach unten auch gleich heißt, in Richtung der kleineren Adressen. Theoretisch kann ich das Ganze auch umdrehen, das Bild, das macht ja keinen Unterschied. Aber wichtig ist, es ist mehr so eine Konvention, dass es nach unten, unten wächst. Nach unten geht es auch zu den kleineren Adressen. Okay. Mit was für einem Befehl mache ich denn den Aufruf von der Unterfunktion oder von der Funktion? Wisst ihr den noch? Ich will direkt eine benannte Funktion aufrufen. Ja, es gibt auch noch diverse Jump-Befehle. Da stimmt's schon. Aber genau, ich war jetzt gerade eben so bei Dingen wie das mit Call, which
in der Regel eine Unterfunktion aufgerufen und Call führt dann auch dann dazu, dass ich über bestimmte Dinge mir Gedanken machen muss. Das hattet ihr auf dem allerletzten Aufgabenblatt, nämlich die Dinge Caller Safe und Callee Safe. Ja, also das Caller Safe war ja das, da ging es um Register, die muss der Aufrufer sich speichern, wenn ihm wichtig ist, was da drin steht. Und Callee Safe, da muss der Aufgerufene die Unterfunktion, wenn sie die Register benutzen will, die Werte speichern, die vorher drin waren, um sie am Ende wieder zurückzuschreiben. Der Unterschied ist auf jeden Fall wichtig zwischen Caller und Callee Safe. Da guckt euch einmal dran, da gibt es das an, da gibt es eine Auflistung dazu, welche Register zu Caller Safe gehören, welche zu Callee Safe gehören. Gut. Dann, was ist vielleicht nochmal interessant, das hatten wir auch so ein bisschen mit dem Thema Adressierung in den Hausaufgaben. Wir können direkte Registerbezeichnungen haben mit Prozent RBP zum Beispiel, das wäre jetzt das Base-Pointer-Register. Wir können aber auch eben einen Offset haben, das heißt, dass wir sowas haben wie 16, Klammer auf, Prozent RBP. Dann würde ich auf die Entfernung 16 vom Base-Pointer gehen. Das bezieht sich dann in der Regel hier tatsächlich auch auf die Adresse, also irgendwie, wenn der Base-Pointer hier an eine Stelle zeigt, 16 entfernt vom Base-Pointer. Und ja, also ich überlege gerade, ich will euch halt, wie gesagt, mit Assemble auch nicht zu viel vollwerfen, weil eben schwer die Frage ist, was da drauf ist. Den Ablauf hatten wir uns in der Aufgabe auch angeschaut. Also wenn ich eben mit Call einen Aufruf mache, dann lege ich halt diverse Sachen nacheinander ab. Dann lege ich eben ab, wo ist mein alter Base-Pointer. Ich lege, nee, nicht mein alter Base-Pointer, ich lege vorher so rum. Bevor ich Call mache, lege ich Parameter ab auf den Stack. Wenn ich dann Call mache, lege ich meine Rücksprungadresse auch drauf. Ich lege außerdem, wenn ich dann in der Funktion bin, meinen alten Base-Pointer dann ab und meinen alten Stack-Pointer, wenn ich da was benutze. Und an sich ist der Methodenablauf ein Hin- und Herspringen auf dem Stack. Also ich fange irgendwo an und dann springe ich irgendwo anders hin und dann springe ich hier hin wieder. Und dann bin ich vielleicht wieder da. Oder ich überschreibe mir irgendwelche Stellen immer. Das ist eigentlich so ganz grob. Wie gesagt, ich will da jetzt nicht zu viel ins Detail gehen, weil es schon recht spät ist. Da hatten wir relativ ausführlich im letzten Übungsblatttermin auch schon drüber gesprochen. Und es gibt auch noch mehr Informationen in den Folien. Genau, ich würde jetzt mal, das weiß ich aber auch natürlich alles nicht sicher, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass es bei Assembler eher um Verständnis geht, dessen, wie gesagt, hier solche Dinge, Caller Safe, wie sieht es auf dem Stack aus, wie ist das irgendwie mit dem Ansprechen, als jetzt irgendwie direkt viel zu interpretieren. Wir haben nämlich keinen, in den Hausaufgaben ja diesmal keinen Programmcode geschrieben, geschweige denn irgendwie vorgelegt bekommen. Damit, wenn jetzt nicht noch Fragen direkt da sind, würde ich sagen, beenden wir es dann auch für heute. Ich warte noch mal kurz, ob jetzt noch irgendwer sagt, oh, Hilfe, nee, da noch das ganz Wichtige an der Stelle. Okay, dann würde ich sagen, war das der zweite Teil unserer Wiederholung. Denkt dran, es gibt auch noch die, müsste jetzt, glaube ich, eine Probeklausur freigeschaltet sein. Jedenfalls gab es eine Nachricht von Andreas Meder dazu. Probeklausur, das sollte man vielleicht auch vorher schon mal ein bisschen wiederholt haben. Außerdem nochmal guckt, wie es aussieht mit dem Paniktutorium, das dann, wie gesagt, von einem TAMS-Mitarbeiter gemacht wird. Für mich war es das dann mit dem Rechnerstruktur- und Betriebssystem-Tutorium für dieses Semester. Ich wünsche euch alles Gute für die Klausur. Falls man sich nicht irgendwo anders sieht, sei es Orientierungseinheit oder ähnliches, dann auch alles Gute für euer weiteres Studium. Und ja, und wenn es sein muss,
und es doch nicht klappen soll, das kann immer sein, dann auch nächstes Jahr beim ESB-Tutorium, wenn ich es wieder machen sollte. Mal gucken. Wie gesagt, erstmal viel Erfolg euch und ja, einen schönen Donnerstag, eine schöne Woche.